Staatsversagen nenne ich das. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Ja, dann sollen sie sagen, die Leute sollen in der Zeit einfach mal schon mal üben. Prost. Prost. 90 Euro gesehen, St. Pauli verkratzt. Ja, der erste St. Pauli Pop Podcast seit es Corona gibt. Seit 2 Monaten. Nee, nicht ganz. Ich glaube 6 Monate. Nein, wir hatten noch einen doch gemacht. Wir beide hatten noch einen gemacht. Sozusagen illegal. Nein, nicht illegal. Nein. Scheißegal, haben wir den gemacht. Aber wir wollen ja keine Öffnungsdiskussion haben, nicht über Öffnungsorgien. Ja, der Profi. Wir wollen über den Fußball sprechen. Über den Profifußball. Wir haben uns ja 8 Wochen lang überhaupt nicht, aber du machst halt, ich nehme dein Intro ja weg, ne? Wir haben uns ja, ich wollte sowieso erstmal diesen Plan mit euch durchsprechen und jetzt fängst du einfach hier an. Ja, das heißt auf einen Zettel, der weiß ist, weißer Adler auf weißem Untergrund und sagst, diesen Plan. Das ist ein ostfriesischer Plan. Aber nein. Ich hole erstmal unsere Freunde ab, die uns schon kennen. Die elf Freunde. Kennen. Die elf Zuhörerfreunde von St. Pauli Pop, dem Podcast aus dem schönsten Stadtteil der Welt, der auch von Corona und seinen Folgen nicht verschont geblieben ist. Wahrscheinlich kommen wir in diesem Podcast ein paar Mal auf dieses Thema, würde ich sagen. Wir sitzen bei Markus in der Domschenke, hätte ich fast gesagt, in seiner Agentur. Also an dem Schreibtisch von Günther Mast, wo ihr uns schon ein paar Mal hören durftet. Und diese Sendung ist eine ganz besondere, weil sie nämlich kurz vor den ersten Geisterspielen der DFL stattfindet und dieses Thema wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt und deswegen wollen wir natürlich als investigativer Meinungspodcast durchaus uns mal damit beschäftigen. Und es gibt etwas Zweites Neues, nämlich dass das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts hat sich außer mir noch jemand vorbereitet und das war Markus. Und zwar so sehr, dass er sich auch beschwert hat bei uns im Vorfeld und gesagt, ihr antwortet gar nicht auf die ganzen Links, die ich euch schicke und was mit euch los, wir müssen das mal anständig vorbereiten, dieses Amateurwesen hier, das geht mir auf den Sack. Wir müssen das mal ordentlich strukturieren und deswegen hat er das jetzt auch in seiner ostfriesischen Art. Hat er Links geschickt? Ostfriesische Art, was ist das denn? Ja, weißer Adler auf weißem Grund. Das ist doch deine Vorbereitung jetzt gewesen. Ich schreibe mit Zitrone. Ach so, genau. Wie die Frau von dem französischen König in die 3 Musketiere, die ja lustigerweise 4 Musketiere waren. Ja. Wir sind ja, das ist lustig, weil wir sind ja 3 Musketiere, die eigentlich auch ein 4. Musketier haben, nämlich Momo, der ist nur heute nicht dabei, vielleicht nächstes Mal hoffentlich. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und der muss nämlich seine Doktorarbeit zu Ende schreiben. Der hat keine Zeit. Wenigstens einer, der was Vernünftiges macht. Und deswegen würde ich auch gleich mal übergeben an Markus, weil der hat die Struktur von dieser Sendung. Ja, ja, er scrollt die ganze Zeit, der macht was Vernünftiges. Ja, wir haben das erste Mal eine Struktur. Ja, das war mir ja persönlich eigentlich dieser, weiß nicht, wie euch das geht, aber es war jetzt eine Zeit, von der man noch seinen Enkeln erzählen wird. Und da spielte der Fußball eigentlich eine sehr geringe Rolle. Er war eigentlich sehr irrelevant. Das heißt, die wichtigste Nebensache der Welt wurde zur unwichtigsten Nebensache der Welt. Und eigentlich hat einen das ja alles so wenig interessiert. Aber bei mir so seit einer Woche, seitdem klar ist, dass ja eigentlich der Fußball so im Brennpunkt der Öffnungsdiskussion steht und wir auch den Blick auf unseren FC St. Pauli werfen, finde ich, dass ich doch an diesem Thema doch sehr viele Sachen immer hübsch aufhängen lassen über diesen alltäglichen Wahnsinn. Und ich finde,
dass man ja eigentlich sagen kann, dass immer mehr der Profifußball, wie wir ihn kennen, das Gesicht verliert und eigentlich Kaisers Kleider immer deutlicher sichtbar werden und der Profifußball ist sehr nackt und damit ist auch der FC St. Pauli sehr nackt, denn der FC St. Pauli ist Teil des Profifußballs. Deswegen meine erste Frage, am 15. Mai, ist das jetzt Samstag oder Freitag, 15. Samstag. Samstag, ne? 15. Mai geht's los. Schaut ihr euch die Spiele der Boys in Brown an auf Sky? Kauft ihr euch ein Sky-Abo oder überlegt ihr in irgendeine Gaststätte zu gehen oder wenn es irgendwas angegeben wird oder durchs Fenster zu luschern oder irgendwas? Ich kann mir echt noch nicht vorstellen, dass es losgeht, davon mal abgesehen. Also ich glaube, dass sowas passieren kann, wie es jetzt gerade passiert ist, um dieses Dynamo Dresden-Thema gleich mal zu Anfang aufzugreifen, dass da ein Spiel verlegt wird. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das öfter passiert noch und dass deswegen irgendwie eine Spieltage gar nicht ausgeführt werden können. Weil irgendwann dieses ganze Kartenhaus mit den möglichen freien Terminen zusammenbricht und irgendwie nicht funktioniert. Also es gibt ja in der zweiten Liga Dynamo Dresden, die jetzt tatsächlich diese beiden Fälle haben, deswegen 14 Tage Quarantäne sind. Dann gibt es in der Bundesliga diese Thematik, dass Werder Bremen gesagt hat, wir wollen bitte am 26. starten, weil wir 2 Wochen weniger trainieren konnten. Ich kann mir vorstellen, das wird auch wieder so ein Rattenschwanz, wenn das alles so läuft, wie es jetzt aussieht, dass Werder Bremen nicht gut Fußball spielt, nicht viele Punkte holt und am Ende der Saison absteigt, werden sie dagegen gerichtlich vorgehen und sagen, wir konnten uns 2 Wochen weniger vorbereiten, die 2 Wochen haben uns gefehlt, wir legen Veto ein. Da muss ich direkt mal reingrätschen, das erinnert mich ja fatal an das Pokalviertelfinale. Anno? Ich habe auch tatsächlich daran gedacht. Anno 2000, wann war das denn? 2007. Ne? Das Eisige. Ungefähr so verhält sich Werder Bremen gerade, ne? Ja, und das war auch tatsächlich meine Überlegung, wenn wir jetzt mal Corona mit einem sehr starken Winter vergleichen. Und dann gibt es ja tatsächlich, also jeder, der mal fußballspielende Kinder hatte oder selber Amateurfußball gespielt hat, der weiß, dass Spiele im Februar, März manchmal in manchen harten Wintern, die Älteren können sich daran erinnern, 8, 9 Spiele in Folge ausgefallen sind, die alle irgendwie dann nachgeholt werden mussten unter haarsträubenden Bedingungen. Und ich musste tatsächlich auch an dieses Pokalspiel gegen Bremen denken. Wenn Fußball unter diesen Bedingungen spielbar war, und das, wir sind ja alle der Meinung, dass das eine richtige Entscheidung war, ich glaube, es war sogar Aytekin, ne, oder? Der das hat anpfeifen lassen, dann muss man sagen, dann ist Corona eben auch ein äußerer Umstand, wo man sich vereinbaren muss im DFB, sind das Bedingungen, unter denen wir Fußball spielen können. Und wenn alle ja sagen, und meiner Erinnerung nach haben zu diesem DFL-Plan alle Vereine zugestimmt, oder? Das heißt, auch Werder Bremen hat zugestimmt und auch Dynamo Dresden hat zugestimmt. Das heißt, Werder Bremen wurde gezwungen. Die werden ihre Spiele nachholen müssen. Aber also du schaust dir die Boys in Brown nicht an. Ja, ich finde es auch besser, der Frage einzusteigen übrigens, weil das ist eine emotionalere. Was interessiert mich, ob Werder Bremen am Ende der Saison klagt oder nicht? Aber Willi schaut nicht. Erik, du? Ich habe eben, als ich hergefahren bin, habe ich mir überlegt, schaue ich nochmal kurz nach als Vorbereitung, gegen wen wir überhaupt spielen. Ich weiß, ich habe keine Nürnberg. Ahnung. Ach ja, gegen Nürnberg, genau. Nein, ich weiß nicht, vielleicht, wenn das Kick and Company wieder auf hat, ich weiß gar nicht, wann machen denn unsere Kneipen wieder auf? Da willst du also es läuft ja im Free-TV, habe ich mir sagen lassen. Und dann wollt ihr, dass wir uns treffen und dass wir uns gegenseitig alle infizieren, ne? Wer will das? Du. Ja, ich meine, so ein paar Opfer musst du für deinen Verein auch bringen, Markus. Das heißt, wir würden dann nur getrennt schauen, getrennt jubeln, Wir sind doch eine Podcast-Familie, wir dürfen. Ach so, Podcast-Familie geht bis zu 4 Personen. Bis zu 4 Personen, also 2 Haushalte, 2 Podcast-WGs. Also Willi gehört ja jetzt schon mal zu meinem erweiterten Anstellungsnetzwerk. Mhm. Jetzt dürfen ja 2 Familien sich treffen und du musst leider 1,5 Meter mit deiner Maske in der Ecke sitzen. Ihr seid gemein. Gut, aber das trennt einfach gut eingespielte Teams, trennt dieses Markus, willst du denn gucken? Ja, will ich gucken. Also ich würde sagen, natürlich nein.
Ich verabscheue diesen gesamten Profifußball, aber solltest du zufälligerweise ein Sky-Abo bei dir haben, würde ich mal über die Schulter duschen. Also, ne, so ist es, stellt sich das dar. Oder wenn es in Free TV kommen sollte, dann wird man sich wahrscheinlich dann auch schon mal das anschauen. Egal, wie schlecht die Stimmung sein wird, wie obskur das sein wird, aber neugierig ist man dann ja doch einmal. Ja, rein von der Lautstärke und alles wird das wahrscheinlich sowas sein wie Trainingslager in Portugal und man spielt ein Freundschaft, ein Vorbereitungsspiel gegen Grasshoppers Zürich, Zweite oder sowas. Und nur, dass es da um Punkte geht und irgendwie keine Zuschauer und drei Kameras stehen und keine Stimmung ist und so. Vielleicht machen die das so wie bei El Bandi früher, dass dann immer irgendwelche aus der Konserve irgendwelche Lacher oder Fanstürme eingestreut werden. Ja, das wollen sie nicht, haben sie letztendlich schon gesagt. Also wie erbärmlich wäre das denn auch? Und ich meine, konsequent. Ja, es wäre aber ganz interessant, weil, oh, das ist eine interessante Geschichte. Ich hatte mal eine Diskussion von vor über 10 Jahren mit einer Medienanwältin, die gesagt hat, die viele Medienmarken schon auch bei der Marken Erstellung beraten hat und da meinte sie, was sie nicht versteht, ist, warum sich zum Beispiel Ultragruppen nicht zumindest die Texte ihrer Chants sichern lassen und dann Sky und Konsorten zur Kasse bitten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man spätestens in dem Moment, wo ein sehr uniker St. Pauli-Gesang der nicht im Stadion sozusagen direkt als Atmo passiert, vom Band kommt und dann eingespielt wird, dass wir dann spätestens diese Fragestellung auch nochmal juristisch klären sollten, ob da nicht Urheberrechte verletzt werden. Ja, Urheberrechte, dann musst du halt gucken, wo du den Hebel ansetzt. Wer hat denn den Song geschrieben oder wer hat denn die Urheberrechte? Ist bei You Never Walk Alone, glaube ich nicht, dass St. Pauli da irgendwelche Alimente drin hat. Nee, das meine ich ja auch gar nicht. Ich meine die Verlagsrechte für den Text, die gibt es ja auch. Hm. So, und wenn jetzt USP Texte umschreibt, eines bekannteren Liedes, dann liegen selbstverständlich die Urheberrechte bei dieser Gruppe. Die sind nur nie auf die Idee gekommen, das irgendwo mal zu poolen und einen Verlag zu gründen und die Fantastillionen, die sie ja mal verdienen würden, eher irgendwie für gute Zwecke anzudenken. Also, falls das hier jemand hört, ich habe natürlich keine Ahnung, wie immer, aber ich kenne jemanden, der Ahnung hat, wenn es tatsächlich irgendjemand interessiert, leite ich da gerne Kontakt weiter. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, was passiert, wenn sich ein Fernsehsender sozusagen nicht nur die Stimmung oder sozusagen, wenn wir das die Stimmung im Stadion mal ein Werk nennen, dann ist es ja so, dass Sky sich permanent dieser Stimmung bedient. Ja, ist eben die Frage, ob sie das mit im Kaufpaket hatten. Haben sie das Spiel gekauft samt Atmo? Die Übertragungsrechte oder haben sie es nur die Bildrechte gekauft, ohne Audio? Naja, das ist ja jetzt weniger eine juristische Frage als eine gesellschaftlich-kulturelle. Ne? Also darf man, und wir waren ja eben beim Thema Konserve, also darf man damit, dass sich die Spieler wohler fühlen, sozusagen Gesänge im Stadion einblenden, ja oder nicht? Und darf man diese auch sozusagen, weil sie eben fehlen, in das Videobild übertragen? Ich meine, das ginge nicht, weil das gehört nicht Sky und das gehört noch nicht mal dem FC St. Pauli, wenn wir da auf der Tribüne sitzen, singen und tanzen, dann gehört das nur denjenigen, die das machen. Du tanzt doch gar nicht mehr. Selbstverständlich tanze ich. Du bist ja so selten da, du siehst das nie. Du bist gar nicht mehr da. So, Punkt 2, Markus. Zweite Frage, wie hat sich der FC St. Pauli in der Krise verhalten, Willi? Gar nicht. Leise. Also ich habe zumindest nicht viel mitbekommen, was jetzt irgendwie Aussagen zu dieser ganzen Thematik, Geisterspiele mitmachen, nicht mitmachen. Also ich habe jetzt wenig Außendarstellungen, aber ich habe mich dafür selber nicht interessiert, deswegen wäre ich jetzt überrascht, wenn ihr sagt, es gab ganz viele Aussagen. Und ich glaube, Oke hat irgendwann mal vor einer Woche gesagt, Geisterspielthematik darf nicht, also es darf nicht zum Usus werden, es muss eine Reform geben,
dass der Profifußball nicht weitergeht. Das sind natürlich auch Aussagen, die man aus mehreren Ecken hört, was ich auch gut finde, weil genau da muss mal eine Revolution her. Der Profifußball, so wie er jetzt propagiert wird und umgesetzt wird, das ist nicht der Profifußball für die Fans. So, bevor Erik loslegt, sage ich nochmal kurz, der FC St. Pauli hat sich systemrelevant verhalten. Er hat sich DFL verantwortlich tragend verhalten, wie er es immer macht, wenn es hart auf hart geht. Und es war wirklich eigentlich gar nichts Revolutionäres, sondern eher Systemerbauendes, gerade auch von unserem Maskottchen Ewald Linien zu hören. Ja, aber das ist ja, da legen wir, gehen wir gleich ja mal ins Eingemachte. Aber bevor wir das tun, Erik hat sich ja auch dann und auch mit mir zusammen ja immer sehr täglich über den FC St. Pauli Gedanken machen, gewartet. Wann kommt denn da mal was? Ja, also um jetzt auch zu vermeiden, dass ich hier in einen Monolog einsteige, tatsächlich. Hier, wir stoppen dich. Tatsächlich habe ich ja schon lange mit der Kommunikation unseres Vereins so mein Problem. Ich meine nämlich, dass die Fragen, die brennend sind, die Fanschaft und vor allem die Mitgliedschaft des FC St. Pauli interessieren, vor allem wenn es in einer Krise passiert, dann darf man das Nachdenken darüber nicht Pressemitteilungen überlassen, die alle 14 Tage kommen und sonst quasi den Medien oder dem Boulevard oder vielleicht sogar solchen komischen Heinis wie uns überlassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der FC St. Pauli und Teile des FC St. Paulis und vor allem das Präsidium, vielleicht sogar der Aufsichtsrat, wesentlich direkter mit ihrer Mitgliedschaft öffentlich sprechen sollten. Und ich habe mich vor allem darüber gewundert und auch darüber geärgert, dass seit der Ankündigung, dass man die Folgen der Corona-Krise intern irgendwie besprechen und bewältigen möchte und da auch sozusagen von der Profimannschaft bis zu den geringfügig Beschäftigten beim FC St. Pauli, was nach verschiedenen Angaben tatsächlich nicht so wenige, tatsächlich um die 150 Personen sind, die mehr oder weniger geringfügig beschäftigt sind oder sagen wir mal keine Großverdiener sind. Da geht es ja schon mal um Menschen oder um Leute und ich als Mitglied habe nicht nur ein Recht darauf, finde ich, regelmäßig darüber informiert zu werden, sondern es ist auch einfach schlauer, nicht 14 Tage zu warten, bis man dann auch teilweise unter Druck der Öffentlichkeit dazu gezwungen ist, irgendwas zu sagen und ansonsten im stillen Kämmerlein zu agieren. Vorausschicken muss ich, dass ich fest davon überzeugt bin, dass in diesen 14 Tagen sowohl unser Präsidium als auch der Aufsichtsrat nicht viel geschlafen haben und sich andauernd getroffen und über irgendwas gesprochen haben, um diese Krise zu lösen. Das hört man zumindest, wenn man ein bisschen in den Vereinen reinhört. Aber das bedeutet ja nicht, dass es aus meiner Sicht ein Fehler war, so lange zu warten, bis man dann kommuniziert hat. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn man die DFL kritisiert, so wie Oke das getan hat und wie viele andere das auch tun und sagt, wir tragen jetzt das mit, dass wir die Saison bis zu Ende spielen und wir haben jetzt die Krise und wir haben jetzt die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf den Profifußball von morgen, dann muss man auch jetzt Vorschläge machen. Wie soll denn der deutsche Profifußball, wie soll der Profifußball, das FC St. Pauli vor allem, nach der Saison 1920, in der Saison 2021 oder gegebenenfalls 2021-22 aussehen? Welche konkreten Vorschläge gibt es denn da, um dieses Macht- und Geldkonglomerat Profifußball für den FC St. Pauli und seine Mitgliedschaft, für dich Markus, für dich Willi und für mich als Mitglied des FC St. Pauli ertragbar zu machen? So, das ist die große Frage, die für mich dahinter steht. Ja, und da ist es so, wir hatten ja, glaube ich, in unserem letzten Inkognito-Podcast ja auch schon darüber gesprochen,
was ist denn die Ankündigung? Und da war ja schon die Farce, dass immer gesagt wurde, ja, wir warten darauf, dass die Spieler Vorschläge machen, Thema Gehaltskürzungen, wo Ewald Lien sagte, nein, Gehaltskürzungen sind überhaupt gar kein Thema, weil das ganze System muss ja geändert werden und der Profifußballer spielt nur die geringste Rolle in diesem System. Und es wäre ein großer Fehler, das nun über Gehaltskürzungen und über populistischen Neid zu regeln. Bis dann wir unsere Comedy hatten, hast du schon gehört, ne? Sollen wir da was machen? Ja, der Uke wartet darauf. Ja, wir sollten mal einen Vorschlag machen. Also das ungute Gefühl überkam einen, dass das Präsidium eigentlich gar nicht Herr der Lage ist, dass eigentlich alle Angst haben, dass die Spielervermittler die Hosen anhaben, dass die man wirklich betteln muss, dass mal etwas passiert. Es gab dann eine offizielle Regelung. Bis heute gibt es da eine Summe überhaupt, die genannt wurde. 10%, 11%, gar nichts. Also null Transparenz, was denn nun wirklich an konkreten Einsparungen von den Spielern kommt, zu welchem Zweck. Da gibt es einen Fonds, ne? Fonds wurde genannt. Oder liege ich da falsch, Erik? Ja, es gibt, glaube ich, verschiedene Namen dafür, Soli-Fonds. Und das bleibt auch Aber Ross und Reiter wurden die genannt, das war sehr, sehr schwammig und Ich glaube, da kriegst du mehr Transparenz von anderen Vereinen als vom FC St. Pauli. Und das finde ich dann schon so ein bisschen enttäuschend, weil auf der anderen Seite wurde ja die Solidaritäts sehr strapaziert mit St. Pauli solidarisch hier und dort und überall. Aber aus der Profiabteilung des Fußballs kam eigentlich wenig bis gar nichts. Und wenn das die Boys in Brown sind, denen wir ja zujubeln wollen, weil das ja praktisch extraterrestrische sind, besonders gute Menschen, ich weiß nicht, das passt alles irgendwie nicht so zusammen. Und das ist halt der Realitätscheck des FC St. Pauli wieder mit der Realität des deutschen oder des internationalen Profifußballs. Und ich finde das sehr desillusionierend. Und deswegen tue ich mich auch so schwer, mich für diese Spieler zu begeistern. Weil, warum? Ich kann mit meinem Leben eine ganze Menge bessere Sachen anfangen, wie ich in den letzten 8 Wochen erlebt habe. Und auch notwendigere Sachen. Ich muss meine Freunde treffen. Ich muss schauen, dass ich meine Familie ernähren kann. Ich muss gucken, dass ich vielleicht meine älteren Mitmenschen nicht versuche anzustecken und so weiter und so fort. Das heißt also im Grunde, welche Rolle spielt denn der Profifußball eigentlich in der Rolle als Vorbild? Und du hast nur den Eindruck gehabt, es geht nur um den Erhalt dieses Systems. Nicht mehr und nicht weniger. So, und das ist eine ganze Menge, aber für mich ist das eigentlich ein bisschen zu wenig. Willi? Dann fange ich mal an zu antworten oder zu ergänzen. Markus, das sehe ich genauso. Und habe ich mich ein bisschen erschrocken darüber, wie wenig ich den Profifußball am Millerntor vermisst habe. Was ich vermisst habe, sind die Menschen, die ich am Millerntor treffe. Was ich vermisse, ist das Erlebnis, sich mindestens alle 2 Wochen einmal rund um diesen Verein mit den Menschen da zu treffen und eine gemeinsame Kulturveranstaltung zu genießen. Meistens ist es ja öfter als nur alle 2 Wochen. Das ist das, was ich vermisst habe. Den Profifußball habe ich nicht vermisst und vermisse ich auch immer noch nicht. Und ich habe gestern übrigens auch die beiden Apps gelöscht, Communio und Kicktipp. Weil ich dachte, ich mache... Nein, echt? Also diese Saison mache ich das garantiert nicht mehr, weil ich brauche das nicht. Ich bin entwöhnt. Ich bin tatsächlich entwöhnt. Ich bin nicht von St. Pauli entwöhnt, aber vom Profifußball entwöhnt. Und wenn ich jetzt einmal einen Sprung zurück machen darf, mindestens 6 Jahren, wie lange ist Oke jetzt Präsident? 6 oder 7 Jahre? Na, wann war das Spiel in Darmstadt? 5 Jahre? Oder sind es 5 Jahre? Ich bin so schlecht in Zeiträume erinnern. Schlecht vorbereitet. Ja, das sowieso. Ich würde mal sagen, es war 5 Jahre, 2015. Das Endspiel in Darmstadt, 5 Jahre. Also vor 5 Jahren, und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, und das habe ich hier auch ein paar Mal schon wieder erwähnt, aber es ist wichtig, weil es eine wichtige Marke, eine wichtige strategische Marke beim FC St. Pauli ist. Vor 5 Jahren hat der damalige Aufsichtsrat sich gegen unseren Freund Stefan Ort entschieden. Der fuhr dann fort. Und der fuhr fort
und sich für Oke entschieden, weil er schon damals gesehen hat, dass auf den FC St. Pauli Herausforderungen und Entscheidungen zukommen, die mit dem modernen Fußball und der DFL und Konsorten zu tun haben. Und eine Aufforderung sozusagen, die darin implizit immer drin gesteckt hat, war die große Frage: Lohnt sich der moderne Profifußball eigentlich für uns als FC St. Pauli noch? Was ist der, um das so schön zu sagen, was ist der Benefit davon? Und die Antwort von Oke oder von Martin Drust, wenn der als Marketingleiter vom FC St. Pauli durch die Gegend fährt und Präsentationen hält, dann erzählt er immer von der Plattform, die wir hier auch schon öfter hatten, die nämlich der Profifußball bezahlt. Und je besser der Profifußball, je mehr Geld reinkommt, desto besser diese Plattform und desto mehr kann der FC St. Pauli das tun, was er eben tut, nämlich seine Werte in die Welt bringen. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, wenn diese Plattform ist die, glaube ich, nicht besonders stabil, diese Plattform, wenn schon nach 3 Monaten auch dieser Verein kurz vor der Pleite steht, wenn 3 Monate kein Fußball gespielt wird, das ist das eine, diese Plattform ist extrem wackelig. Und das zweite ist, abgesehen von dem, was diese fantastische Fanschaft und der Verein in seinen Mitgliedern und seinen Amateurabteilungen auf die Beine bringt, Stichwort Lampedusa, Stichwort Museum, Stichwort all das, was USP schafft, etc. Wenn ich jetzt nur die Profiabteilung nehme, was ist Ihr Anteil an dem, was wir St. Pauli nennen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was hat denn der Profifußball geschafft auf dieser Plattform, außer den Kiezhelden, die es im Übrigen auch schon gab, bevor sozusagen sie direkt vom Profifußball und den Sponsoren sozusagen gefundet wurden. Und da bleibt, wenn ich mal ganz genau hingucke, bleibt da nicht viel übrig. Das heißt also, diese Frage, lohnt sich das Verbiegen, das wir die ganze Zeit haben, um Profifußball zu spielen, lohnt sich das überhaupt? Und Corona hat mir gezeigt, dass es nicht mehr, dass keine Frage ist, die einfach nur so irgendwie von irgendeinem lustigen Blogger gestellt wird, weil ihm nichts anderes einfällt, sondern das ist eigentlich eine Kernfrage, über die wir jetzt mal anfangen sollten zu sprechen. Und dass der Verein selber nicht darüber spricht, das ärgert mich wirklich, muss ich sagen. Ja gut, der Verein ist im Überlebensmodus, beziehungsweise nicht der Verein, die Profiabteilung ist im Überlebensmodus. Und das sind wir alle. Und ich denke mal, dass die Frage ist, wo du sagst, der kleine Blogger, der hier lustige Ideen hat, wie viele der Fans, die zum Verein kommen, wie viele der 30.000, wie viele davon kommen, um Profifußball zu schauen? Wie viele würden denn kommen, wenn wir in der Regionalliga Nord spielen würden? Oder in der Oberliga Hamburg? Ja, wenn du von 30.000 ausgehst, dann sprichst du von dem vollen Stadion. Ich glaube, dass wir auch in der Regionalliga voll wären, weil einfach so viel Potenzial und so viel Menschen den Verein supporten und gut finden, dass das, glaube ich, nicht an der Stückzahl auszumachen wäre. Wenn man jetzt nackt sagt, man müsste jetzt abstimmen, was ist einem wichtiger? Ist mir mein soziales Umfeld, ist mir meine soziale Ringsrum-Familie jetzt wichtiger als 3 Punkte der Profimannschaft am Wochenende? Worauf kann ich eher verzichten oder wie auch immer du das definieren willst? Also da würde sich dann eher eine Spalte auftun, glaube ich. Ja, also kommen wir zu dem Punkt eigentlich, was ist es wert? Und ich sag mal so, wenn man das mal unter der etwas technokratischen Oke-Geschichtsschreibung sieht, dann kommt man ja dazu, dass man sagt, es muss sich ja lohnen. Es ist die Plattform und die Plattform muss einfach einen Wert darstellen und die muss etwas transportieren. Und wenn sie es nicht mehr kann, brauchst du sie eigentlich nicht. Und wenn der Profifußball mit solchen Risiken verwoben ist, dann ist die Frage, kannst du das dir eigentlich erlauben? Oder gefährdest du nicht eigentlich sogar diese ganze Konstruktion? Ich meine, das Totschlagargument war ja immer in den letzten Jahren das Stadion. Spielen wir nicht zweite Liga, ist das Stadion nicht zu halten und wir gehen unter.
Ich weiß nicht, wie sich das jetzt darstellt. Ja. Aber jetzt, wir kommen auch nachher nochmal dabei, im zweiten Teil, wir rutschen ja jetzt eigentlich schon rein in den dritten Teil der Frage, wie sieht denn das eigentlich dann aus im nächsten Jahr, wenn wir praktisch weiter ohne Zuschauer spielen müssen? Also ich glaube, wir kommen immer mehr an den Punkt, wo wir halt sagen, dass der Profifußball, so wie wir ihn jetzt haben, überhaupt gar nicht mehr haltbar ist. Und es Zeit wird für irgendwas, irgendeinen Umbruch, Abriss, Revolution. Je früher, desto besser. Also dass irgendwie das so nicht funktionieren kann, weil die Schere so aufklappt zwischen den Fans und zwischen dem, was den Fans jetzt vom Profitum oder von der DFL vorgesetzt wird. Das geht auseinander. Und das ist jetzt natürlich der Fall und das wird jetzt eine Weile so sein. Und es ist die Frage, wie lange diese Weile dauert, wie lange man das strapaziert und ob man, ja, oder wie lange man diesen harten Cut, der nicht ausbleiben darf, nach hinten schiebt sozusagen. Das ist irgendwie die Frage. Also heute war Handelsblatt irgendein Experte, der meinte, eigentlich müssten die Gehälter um 50% langfristig runtergecuttet werden, damit dieses Konstrukt überhaupt leben kann. Und das Problem ist ja, wenn du mit einer korrupten FIFA arbeitest, mit einer korrupten UEFA und dann irgendwo ja auch mit einem korrupten DFB, der ist ja auch korrupt. Macht mich das hier irgendwie WM 2006 hier? Darf ich das behaupten? Nein, du darfst behaupten, dass es in deiner Wahrnehmung so ist. Weil das, ich beziehe mich hier auf diverse Artikel deutscher Spezialitätspresse, Artikel der Extraklasse. Aber sei es drum. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Und wie du in so einem System, wo ja eigentlich auch was sehr Unprofessionelles immer, sage ich mal, dreckiges Geld reinfließt, überhaupt einen fairen Wettbewerb gestalten willst, ja, der auch gesellschaftlich sauber ist und der nachhaltig ist, das zeigt sich ja, das funktioniert hier nicht. Ich habe zum Beispiel nicht gehört, dass in Amerika die NFL vom Bankrott steht. Habe ich nicht gehört. Weiß ich auch gar nicht, ob ich es wahrgenommen hätte, aber habe ich tatsächlich auch nicht gehört. Also insofern. Also Trump hat sich nicht beschwert, dass er sagt, wir müssen sofort wieder spielen, weil es einfach besser und solider organisiert ist. Aber das, was wir hier, auch die Spaltung jetzt zwischen Amateurfußball und Profifußball, auch die gesellschaftliche Wahrnehmung, dass plötzlich die Leute sagen, warum dürfen die spielen, warum nicht? Mein Fahrlehrer darf mir keine Fahrstunden geben, während die Profis wieder spielen dürfen. Und die Amateure, die Saison beenden. Ja, die Amateure beenden die Saison, teilweise andere Sportarten auch. Also es ist irgendwie so widersprüchlich. So, und warum? Damit sie nicht bankrott gehen, weil sie praktisch ihren Forderungen, warum nicht alles platzen lassen und dann müssen die Spieler die Vereine verklagen und ich weiß nicht was alles. Aber diesen Weg wollte man ja nicht gehen, weil man ja in dieses System gefangen ist. Also ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen mal auch Fantasie und Weite. Aber ich glaube, das geht nicht mit dem System, wie es ist. Was wir jetzt ja gerade kriegen werden, und das hat ja auch Watzke gesagt, also wir kriegen ja dann das Szenario, und hat auch schon mit gedroht, dass die Investoren kommen werden. 50+1 ist dann Geschichte. Das war der Grund dafür, jetzt weiterzuspielen. Und dann fasst du dich auch in den Kopf und sagst dir, okay, ich muss praktisch jetzt hier Pest oder Cholera, was will ich jetzt? Oder Corona? Ja, also, das ist absurd. Also, gibt es bei uns eine einhellige Meinung zum Thema Geisterspiele? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass wir die alle nicht gut finden und gut reisen. Ja, also ich glaube, konsequent müsstest du doch sagen, wozu brauchst du, dann kannst du auch E-Sport machen. Warum? Du brauchst doch eigentlich, machst du E-Sport. Fantasy-Football. Imaginäre Mannschaften. Das wäre an sich konsequenter und es wäre sauberer. Jede Mannschaft macht, sozusagen hat zwei Leute, die Tipkick spielen und spielen Nürnberg gegen St. Pauli schön auf dem ausrollbaren Rasen. Ich habe das früher mit Würfeln immer gemacht, mit Würfeln. Ich hatte so ein Fantasy-Spiel früher. Ich habe tatsächlich ganze Ligen auf so alten Computern? Auf so alten Zetteln mitgespielt. Achso, diese Barblöcke. So eine Art Schiff versenken. Ja. Da habe ich in meinem Kopf ganze Saisons durchgespielt und lustigerweise war ganz oft Eintracht Braunschweig deutscher Meister. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr warum. Ja, weil du hier jetzt sitzt. Einmal hast du recht gehabt. Einmal direkt. Ja, also tatsächlich ist das ja die Frage. Also warum? Na klar, um das im Fernsehen zu zeigen. Ne? Man kann ja jetzt schlecht sagen, so Sky, ihr könnt jetzt unser Tipkick-Spiel live übertragen. Das wäre ein bisschen
Und das ist, es ist ja auch so absurd, weil die Leute, die ihr Geld da bisher reingesteckt haben, auch die Sponsoren, die haben ja auch ein Interesse, dass es weitergeht, weil sie ihr Geld irgendwo ausgeben müssen. Und da sind wir wieder bei der Frage, wir hatten ja auch hier ganz wilde Assoziationen im Vorfeld, jetzt vor 2 Tagen in Coesfeld, weiß nicht, ob es jemand kennt, im Westfälischen, eine Fleischfabrik, und jetzt sag bloß, du hast jetzt hier die Aufnahmen nicht aufgenommen. Doch, doch, ist alles aufgenommen. Na, das ist unser bester Podcast hier aller Zeiten. Nein, also das auch so früh schon, ne? Es ist früh und ich habe kein Bier mehr. So, es ist zu früh und du hast kein Bier mehr, ne? 16.30 Uhr, Bier ist im Kühlschrank. Bier ist im Kühlschrank. So, dass wir in Coesfeld sind und dass wir dort sehen, es gibt eigentlich wieder neue Corona-Fälle und es wird gesagt, oh, wir haben da aber praktisch Gastarbeiter, Fremdarbeiter, Lohnarbeiter, man könnte auch sagen Mitbürger aus der Europäischen Union, die in Unterkünften untergebracht sind, die nicht so ganz den hygienischen Standards vom Herrn Drosten entsprechen. Und da wundert man sich eigentlich, dass man dann sagt, ja, nicht so toll, nicht so klasse. Und dann wird wieder gesagt, ja, aber wir haben ja durchgearbeitet, systemrelevant haben wir Billigfleisch produziert oder meinetwegen gutes Fleisch, Billigfleisch, Fleisch für die Massen. Und da könnt ihr uns doch jetzt nicht so einen Vorwurf machen. Und dass jetzt einige Arbeiter Corona haben, ja mein Gott, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist halt mega zynisch. Ne? Der Spargel muss gestochen werden, die Erdbeeren müssen geerntet werden. Koste es, was es wolle. Ne? In die gleiche Schublade passt doch auch, die Saison muss zu Ende gespielt werden. In die gleiche Negativschublade. Ja. Das ist doch alles mit einem Beigeschmack, der nicht gesund ist. Und da sind die Profis ja wiederum, wenn man so will, ja besser bezahlte Spargelstecher, wenn man das so wagen möchte. Und weil die auch gezwungen werden, den Spargel jetzt zu stechen, das Spiel zu machen, damit der Rubel weiter rollt. Ja. Wohin kannst du denn gehen? In Obergrenzen für Spielergehälter? Also das Bosman-Urteil war, glaube ich, wann war das, 86 oder 85? Das hat ja dazu geführt, dass es dann so eine kleine Revolution mal gab. Ich glaube einfach, also da sind wir bei dem dritten Punkt, wie geht es denn eigentlich weiter, auch im nächsten Jahr? Also wenn man sich mal alles mal rein wieder von Okes Plattform-Idee sich mal so nimmt, ne? Was haben wir denn da in der zweiten Liga? Wir haben Fernsehgehälter, Fernseheinnahmen, wir haben Zuschauereinnahmen, wir haben Sponsoreinnahmen. Und dann haben wir unsere Fashion-Einnahmen, unser Fashion-Label. Ich weiß nicht, wie das von Prozentualen her ausschaut. Weißt du das, Erik? Nein, weiß er nicht. Nee, er muss erstmal wieder ankommen, aus dem Kühlschrank geklettert. Aber es ist ja klar, dass unsere Zuschauereinnahmen ja nicht wie Sandhausen, also wir gehen ja alle, hängen ja noch mehr an den Fernsehgeldern wie vorher. Deswegen wird es in diesem System auch weiter Geisterspiele geben und man wird auch sagen, hey, ihr könnt nicht ins Stadion. Die zweite Welle kommt, ihr dürft nicht ins Stadion. Vielleicht bis nächstes Jahr im Februar, März. Also ich habe gelesen, dass irgendwie der Verlust auf 91 Millionen definiert wird gerade. So, erst da der Verlust. Und da fragt man sich ja gut, was machen wir denn dann? Sponsoren werden dann auch weniger Interesse haben, was zu machen, oder vielleicht machen sie auch mehr, je nachdem. Wer weiß es schon. Und ja, hey, das Fashion-Label, da könnte man doch wo bleibt das Soli-Shirt für Corona von St. Pauli? Das habe ich auch verpasst, außer dem Mundschutz, den gab es, aber es gibt kein Soli-Shirt. Ja, überhaupt auch solche Aussagen, dass man jetzt sagt, das Geld, was jetzt reinkommt, durch die doch gespielten Spiele, wenn da Geld reinkommt, das ist ja anscheinend, weil nichts gesagt wird, irgendwie um Löcher zu stopfen. Jetzt kam auch noch diese Thematik natürlich der ganzen Dauerkartengeschichten. Also ob man jetzt irgendwie so einen Kanal dafür macht, dass man ja zumindest einmal sagt... Willi, sag kurz, habt ihr auch Mail vom Kartencenter bekommen, vom Kartenhaus heute? Ja, habe ich. Erzähl mal, was stand drin, Willi? Ja, es stand halt drin, dass es 3 Möglichkeiten gibt. Du kannst das Geld zurückverlangen, du kannst einen Teil des Geldes zurückverlangen oder du kannst es spenden. Und das war, die Aussage war genauso informativ wie... Also ohne irgendwelche Möglichkeiten oder irgendwie total unempathisch oder wie auch immer. Also man wurde da, ja, du bist auch ein Dauerkartenbesitzer. Der Tenor ist natürlich, dass ihr das spendet, weil das muss ja für uns irgendwie auch sinnvoll sein, dass das hier weitergeht. Ihr könnt das natürlich auch zurückverlangen, aber das wäre schon irgendwie komisch. Also ohne jetzt irgendwie... Dann wissen wir auch nicht, ob ihr nächstes Jahr eine Dauerkarte noch bekommt. Ich glaube, den Subtext hast du ganz gut zusammengefasst.
So nach dem Motto, selbstverständlich steht es dir zu, aber du willst doch nicht wirklich dein Geld zurück, Willi, oder? Ja, ich hätte dann aber zumindest mal eine Tür verlangt. Also was jetzt, mach die doch mal auf mich und zeig mir, was da für eine blühende Landschaft. Also nicht, dass das jetzt irgendwie viel Geld ist, über das wir reden oder was auch immer. Ich hätte gern Tor Nummer 3. Ja, aber ich hätte gerne Symbolik gehabt, dass man jetzt sagt. Alter, von den Spenden werden genau 19,1%, ist das richtig? Achso, da ist schon wieder lustig. Ich kann das auch schon wieder nicht ab. Entschuldige, ich kann das nicht ab. 19,1% werden gespendet. Ganz toll. Und der, an die anderen 80,9%. 80,9%. Wohin gehen die denn hin? In den Profikader. So, und da sage ich. Nee, ich weiß es eben nicht. Ja, aber wenn das so ist, lieber Oke, what the fuck? Du willst, dass ich euch das Geld habe, was ihr dann in diesem total moralisch verlotterten Profifußball weiterlasst. Was soll das denn? Das ist doch lächerlich. Könnt ihr da nicht sagen, okay, die Spieler werden diesen Betrag aufstocken und das wiederum geben für soziale Zwecke auf St. Pauli oder für nachhaltige Sachen oder sonst was? Es gibt so viele Möglichkeiten. So viele Leute sind in der Kurzarbeit, wo gesagt wird, man muss darauf verzichten, dass man dann zum Beispiel sagt, zum Beispiel die Profispieler, dass sie sagen, okay, diese Deckelung für den Rest, die 19%, die kommen von uns nochmal und da machen wir dann vielleicht wirklich einen sinnvollen Stadtteilfonds für 2359 auf und gucken uns Projekte an, wo wir dann verschiedene Sachen irgendwie sponsern, die es vielleicht nochmal nötiger haben. Es wäre so einfach gewesen. Ja, aber es zeigt, dass die sozusagen in der Blase sind. Die sind nur mit sich selber beschäftigt, mit ihrer Welt. Und rundherum, das sehen die eigentlich nicht, was dort passiert. Und setzen 6. Ist nicht gut. Was hilft bei so einer Blase? Eine Nadel? Ja, eine Nadelfilter. Macht Peng. Der macht Peng, aber dann ist ja auch der FC St. Pauli kaputt. Das ist ja natürlich, das ist ja die Erpressung. Unser Thema, ja. Hatten wir schon mal als Thema. Ich meine, wir wollten ihn damals zerstören, haben ihn sozusagen in unserem Podcast zerstört. Jetzt kommt Corona und zerstört beinahe unseren FC St. Pauli, ohne dass die sozusagen in Charge sind, in Amt und Würden sind, sich so darüber Gedanken machen, so muss ich das formulieren, dass Leute wie ich es außen auch wahrnehmen können. So, aber jetzt hast du es ja wieder, dass mit Okes Führung und der Befriedung oder der Merkealisierung des FC St. Pauli, du vom Verein oder von den Gremien nichts hörst. Du könntest ja sagen, die sind alle gekauft. Nein, die sind nicht gekauft. Die sind einfach auf Okes Linie. Und guck dir die ganzen Nasen an, die im Aufsichtsrat sitzen. Da ist null Opposition. Ja, die sind genauso mit dabei und drauf. Trittbrettfahrer. Naja, das ist negativ. Aber das ist halt das System von Oke. Und das ist halt verrückt, weil das ist perfekt, das System für Machterhalt. Aber mir fehlen einfach vitale Impulse für eine wirklich kontroverse Diskussion beim FC St. Pauli. Ja, kreative Ideen, irgendwas zu machen. Ey, wir haben so viel Zeit, wir haben ja 2 Monate Zeit gehabt, uns über einen Spiegel anzugucken, was sind wir, was ist dieser Verein? Da muss es doch mal irgendwelche kreativen Köpfe geben, die dann sagen, da muss man irgendwas draus ziehen aus dieser Energie, die jetzt rumfleucht, wo man sich rausnimmt, entschleunigt und wie auch immer, dass da irgendwas umgesetzt wird in eine richtige Richtung, das vielleicht wieder zu der Basis St. Pauli führt, also zu der Basis, wie wir sie definieren würden, also mit den Fans an Bord und nicht ohne. Also beim Thema Verzicht auf Dauerkarten, Saisonkarten und die Saisonkarte Süd, um die geht's ja, um die sozusagen 4 Spiele, die nicht stattgefunden haben. Da kannst du in der App, das ist übrigens doch ganz gut gelöst, auch mobil, dann kannst du die einzelnen Spiele anklicken und kannst sagen, die möchte ich gerne erstattet haben oder nicht. Und ich nehme an, dass wenn du nicht sagst, dass du die erstattet haben willst, dann verfällt das irgendwie, dann hast du die bezahlt. Nee, du hast, glaube ich, 3 Jahre lang Anrecht. 3 Jahre. Ah ja, gut. Also ich würde mal sagen, Geld an Juristen ist geflossen, das Ding ist 1A. Ja, dann ist das aber auch okay. So, und wenn wir jetzt meine Kritik, die ich vorhin hatte, die auch schon im Verein angekommen ist, da wo sie hingehört, wir haben ja länger drüber telefoniert, der Verein und ich, und die Geschichte, die Willi eben gesagt hat, man bittet die Fans um Geld und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man geht davon aus, dass die sozusagen sich moralisch sowieso dazu und empathisch dazu verpflichtet fühlen, die 4 Spiele dem Verein zu spenden. Da wäre man übrigens,
Bernd von Geldern ist, glaube ich, der, der das Ganze verantwortet. Wenn ich jetzt Bernd von Geldern bin und sage, okay, will ich mich jetzt exponieren und dieses Geld einem Zweck zu führen, wie zum Beispiel Willi gerade gesagt hat. Wir das machen wäre super. 20, drei Schubladen für das Projekt Bär. Und da, da würde keiner sagen, ich will mein Geld zurück. Da würde er sagen, ich unterstütze die Kita in oder die Nachwuchszentren oder was auch immer. Es gibt genug Möglichkeiten. Die Fahrlehrer von St. Pauli. Ja. Aber ich glaube einfach, dass er sich diese Gedanken gar nicht machen muss. Und das war ein guter Einwand von dir vorhin, Markus. Ich glaube, er muss sich die Gedanken gar nicht machen. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe das mal gepostet nach dem Motto, wie seht ihr das? Das Geld dem Verein spenden oder Rückerstattung und selber spenden? Ich habe die dritte Option, Rückerstattung und sich davon so viel Bier kaufen wie möglich, habe ich nicht. Sozusagen war keine Option. Das heißt, es fließt so oder so, fließt es in den Stadtteil. Und das ist natürlich nicht repräsentativ, aber nach den Reaktionen würde ich sagen, 90% aller, die da kommentiert haben, haben natürlich gesagt, ich gebe dem das Geld dem Verein, was für eine Frage, wer macht das denn nicht, was für Honks überlegen überhaupt sich das rückerstatten zu lassen. Bin entsetzt. Nee, ich habe eine ganz geile Community, weil dann tatsächlich auch 2-3 Leute gesagt haben, ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Und ja, weil es einfach keinen Plan C gab. Ja, vor allem, es gab ganz kreative Ansätze, wie du schon gesagt hast. Der eine hat gesagt, ich lasse es mir zurückerstatten und spende das an Aktionen im Stadtteil. Dann hat einer geantwortet, naja, der Verein ist doch der Stadtteil und macht das. Und das wäre sozusagen nochmal zu diskutieren. Der zweite hat gesagt, ich lasse mir das zurückerstatten und das fand ich eigentlich eine echt schlaue Geschichte und kaufe mir davon FC St. Pauli TV, weil dann muss ich nicht Sky gucken, um die Spiele zu sehen. Und dann dachte ich, hey, das ist eine geile Idee, kommt auch 100% beim Verein an, aber es ist zweckgebunden sozusagen, wenn schon Bernd von Geldern nicht auf die Idee kommt, sich mal was Kreatives zu überlegen, wie 20359, ja, was ja ein geiles Projekt ist. Oder es wäre noch einfacher gewesen, Willi, man hat ja diesen Soli-Fonds jetzt schon kommuniziert, in den ja auch die Profis eingezahlt haben. Das ist doch ganz einfach zu sagen, eure 19,1%, die fließen auch in diesen Fonds und schon wären alle irgendwie fröhlich gewesen. Aber ich meine, es ist, wie ich schon sagte, es wäre so einfach gewesen. So kommen Leute wie ich auf die Idee zu sagen, ich weiß nicht, ich möchte, glaube ich, nicht, dass meine Eintrittskarten dafür bezahlt werden, um das Gehalt von Evert Lienen zu bezahlen. Weil der vielleicht, weiß ich nicht genau, aber sagen wir mal, einer war nicht bereit, in diesen Soli-Fonds einzuzahlen. Und ich, nur um mal irgendjemanden zu nennen, es war Karl-Heinz Wurstgesicht. So, der hat gesagt, mache ich nicht. So, und dann wird ja aber von dem, auf das ich verzichte, auch sein Gehalt bezahlt. Vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht will ich nicht, dass das Geld in den Profikader fließt, weil der hat ja auch sozusagen nichts für mich gemacht. Dann möchte ich es vielleicht spenden. Dann wäre es doch wirklich eine gute Idee. Der Verein überlegt sich was. Oder wenn er sich nichts überlegt, dann überlege ich mir was. Gut, aber gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt gesprochen darüber, wir haben auch Corona erlebt, die Zeit jetzt. Was halten wir von den Geisterspielen? Wie hat der Verein sich verhalten? Ja, mit Luft nach oben. Kontroverse Überlegungen über die Verwendung von unseren Spenden, unseren Dauerkarten. Also ich weiß auch noch nicht, was ich mit der Dauerkarte mache, weil ich mich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen möchte. Ich glaube, das geht vielen auch so. Und dann lässt man es einfach dann. Aber ich finde ja ganz gut, dass man 3 Jahre noch Anrecht hat. Das fand ich ganz gut. Wie bei unserem Mallorca-Trainingslager. Aber die Frage für mich ist, was ist denn jetzt die Saison? Irgendwie geht die Holte die Polter runter. Ach, da muss man noch einen Zeitklick machen zu Dynamo Dresden. Da habe ich ja Sachen gehört, sage ich dir. Weil da ist uns ja aufgefallen, was passiert eigentlich, wenn jetzt einige Vereine auf die Idee kommen, dass man dieses Konstrukt, was man da hat, ja eigentlich ja auch so ein bisschen unterlaufen kann. Also sprich, ich habe plötzlich Corona-Fälle und kann überhaupt meine Saison nicht zu Ende spielen und kann somit auch nicht absteigen, mal böse gesagt. Das sind ja ganz böse Gedanken, die möchte ich ja gar nicht haben. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann
am 30. Juni aussieht, ob die Saison zu Ende gespielt ist und wie das alles aussieht und ob das dann auch gerichtlich dann standhält. Bin mal gespannt, weil ich glaube, so ein paar Vereine, die möchten auch gar nicht absteigen. Ich glaube, dass das alles ein Thema ist, was uns ohne ein bestimmtes Enddatum beschäftigen wird. Also ich hatte zu Anfang schon mal die Szenerie geschildert, dass wenn jetzt irgendwie Werder Bremen jetzt absteigt, dass die dann im Nachgang klagen würden, vielleicht gegen zwei Wochen in der Vorbereitung. Oder wenn jetzt irgendwas dazukommt bei einem anderen Verein, dass da Quarantäne kommt, dass das... Ich glaube, da kann so ein Rattenschwanz kommen, weil auch wieder genau die Vereine Angst haben um das Überleben und dann würden sie absteigen, sportlich absteigen. Oder du hast praktisch nach zwei, drei Spieltagen stellt sich raus, dass 10% der Spieler, die gespielt haben, Coronavirus infiziert sind. Das ganze Ding platzt. Ja, deswegen glaube ich auch, dass das mit den Geisterspielen wird vielleicht tatsächlich losgehen, aber ob das zu Ende geht, da bin ich mir gar nicht sicher. Also. Weil jedes Spiel ist, mit jedem Spiel kann das eigentlich so ein bisschen kippen, ne? Aber gut, wie geht's dann aber weiter? Wie sieht der Kater aus, den man dann im September hat? Die neue Saison beginnt, wir haben es überlebt, wir spielen in der zweiten Liga, Werder Bremen ist abgestiegen, der HSV ist nicht aufgestiegen, wir haben die geilste zweite Liga aller Zeiten, Kiel, Hansa Rostock hat noch sensationell den Durchmarsch in der dritten Liga geschafft, wir haben die Top Nord, zweite Liga aller Zeiten. Da freue ich mich schon drauf. Aber wie schaut das aus? Was für einen Kader brauchen wir? Was brauchen wir für eine Mannschaft? Und wie seht ihr das? Geht es dann so weiter wie jetzt hier weiter? Wir brauchen eine komplett neue Mannschaft. Wir müssen Spieler suchen, die unabhängig von den Zuschauern gute Leistung bringen. Spieler, die gut spielen. Also eigentlich, die nur im Training gut spielen, weil das andere sind die Spiele nicht, weil die Zuschauer fehlen und die Spieler müssen halt tatsächlich wie Trainingsspiele agieren. Also das heißt, wir brauchen den berühmten Trainingsweltmeister. Genau die brauchen wir, die im Training unglaublich spielen und unter Zuschauern und Druck und am Wochenende nicht performen können. Hallo Herr Bornemann, bitte mitschreiben, das ist unser Transfertipp kostenlos für heute. Das ist ein Top-Tipp, das ist eine Marktnische, weil diese Trainingsweltmeister werden auch gerade günstig gehandelt. Ja, also die Preise werden sowieso, also ist ja die ganze Thematik, dass natürlich ganz viele Profis arbeitslos werden zum Saisonende. Da haben wir natürlich bei uns in den Reihen auch eine ganze Menge an Leuten, die dann tatsächlich auch keinen Vertrag haben würden. Oder zumindest die Leihverträge, die auslaufen. Und da passiert halt auch viel. Kaderzusammenstellung muss sich je ändern. Insofern ist das echt sehr spannend. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Ein Jan-Philipp Kaller wird der nächste Saison noch im Kader sein. Also unter den Umständen würde ich sagen, ja. Würde ich auch sagen, vielleicht ist er Trainingsweltmeister. Ja, weiß er schon. Aber sind Trainingsweltmeister nicht normalerweise Leute, die sehr jung sind? Also die sich noch kantiges Feld angegrätscht haben? Ja, in der Regel schon. Junge Leute, denen natürlich die Erfahrung fehlt, weil die Erfahrung brauchst du, wenn du vor 30.000 auftrittst. Das macht halt den Unterschied, weil der Druck, den kennst du im Trainingsbereich nicht. Und deswegen ist das eine ganz spannende Thematik. Ne? Das kann also wirklich Fokus legen. Es wäre also aus deiner Sicht wirklich eine nicht so schlechte Wette mit den jungen Wilden, die ja auch zu Jos Luhukay passen übrigens, die Saison anzustarten und sich langfristig keine älteren, teuren Spieler ans Bein zu binden. Wäre zumindest mal also eine gute Symbolik. Symbolik oder so. Man hätte ja auch die einmalige Gelegenheit, bei den vielen auslaufenden Verträgen tatsächlich das Profil der Spieler des FC St. Pauli nochmal zu überdenken. Ganz ehrlich bin ich inzwischen der guten Hoffnung, dass das mit Jos Luhukay sogar vielleicht hinhauen kann. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich Herrn Bornemann für fähig halte, sozusagen den St. Pauli-Code in die Profifußball-Marktbeobachtung zu packen. Da bin ich sehr skeptisch, ob das mit dem Mann gelingt. Aber vielleicht gelingt es ja. Sagen wir mal, das Präsidium hört uns zu und auch Herr Bornemann hört uns zu und sagt, das sind die Ideen, die wir auch haben. Für nächstes Jahr wollen wir das Profil ändern, mit dem der FC St. Pauli langfristig am Markt agiert. Genau, das heißt, mehr Macht für die Scouts der U19 zum Beispiel. Ja, aber du siehst, da musst du das ganze Fußballwesen, in den letzten 10, 15 Jahren aufgebaut hat, musst du hinterfragen. Und das wird die Challenge sein. Ich glaube, die Vereine, die das hinbekommen, haben dann auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil.
Ja, du brauchst vor allem einen organisatorischen Überbau, der anders funktioniert. Also wenn das beim FC St. Pauli auch so ist, dass wir sozusagen jetzt nur noch die Nase über Wasser haben, weil wir Mats Möller-Daly nach Belgien verkauft haben, also quasi kurz vor Corona noch Nutznießer dieses Systems Transfer sind, denn auch Mats Möller-Daly ist natürlich indirekt von britischen Fernsehmilliarden bezahlt, so oder so. Das heißt also, wir sind Teil dieses Systems, das Markus mit diesem K-Wort belegt hat. Und die Frage wäre, wie kommen wir mittel- und lang- Das bezog sich auf 1971. Selbstverständlich. Und wie kommen wir aus diesem System raus? Oder wie können wir wenigstens den FC St. Pauli so aufstellen, dass er anders an diesem System partizipiert? Und dann stellt sich nämlich die Frage, und da hast du vollkommen recht, Willi, das kann ja nur rauswachsen. Wir können ja nicht jetzt plötzlich alle Verträge ändern und sagen, so, Herr Flum, Sie sind komisch drauf, haben jetzt zwar noch einen Vertrag, oder Herr Buchtmann, Sie passen irgendwie gar nicht mehr zu unserem neuen Profil, Sie müssen jetzt gehen. Nein, das wollen wir ja alle nicht, sondern das muss irgendwie rauswachsen. Ich brauche eine andere Organisation, und ja, das geht nur über die Jugend und das NLZ. Richtig, aber dafür brauchst du aber auch erstmal eine andere strategische Zielrichtung. Wenn du weiterhin sagst, unser Ziel ist es, ich zitiere unseren Altvorsitzenden, Deutschland Top 25, oder eben ich brauche diese zweite Liga-Plattform, dann wird sich eigentlich gar nicht so viel ändern, weil du dann sagst, ich muss das jetzt so weitermachen. Wenn du aber eine Diskussion darüber führst, ja gut, sogar Aufstieg erste Liga, ja, was wollen wir denn ehrlich gesagt in der ersten Liga? Da muss ich mich mit Augsburg und Schmadtke und Wolfsburg rumschlagen. Und will ich das überhaupt? Also wie das Union Berlin jetzt macht. Will ich das denn überhaupt? Nein, will ich eigentlich nicht. So, und will ich dritte Liga spielen? Nein, will ich eigentlich auch nicht. Ich will auch nicht Regionalliga spielen. Ich finde, die zweite Liga passt schon sehr gut zu uns. So, aber was ist dann der Preis dafür? Da gibt es nicht auch Denkmodelle, wo man mal sagen kann, denk doch das Ganze mal vollkommen neu. Ne? Brauchst du eigentlich, musst du dann, das haben unser Thema, muss man denn eigentlich in der DFL bleiben? Ich habe da so einige Neuigkeiten gehört, so einige Planspiele. Na, es gibt eigentlich nur ein Planspiel, und das ist von mir, vom 1. April von vor 2 oder 3 Jahren. Das hat aber lustigerweise auch eingeschlagen in meiner Leserschaft wie eine Bombe. Viele haben kurzzeitig sozusagen gedacht, wie geil ist das denn? Schade, dass es der 1. April ist und nicht der 2. oder der 31. März, weil ich glaube, das ist Thema bei vielen St. Paulianern und St. Paulianerinnen. Dieses Grundgefühl, dass wir hier, es gibt keinen richtigen Fußball im Falschen, hat ja der Kollege, ach komm, jetzt fällt mir sein Name nicht auch ein, der Kollege, der auch die ganzen St. Pauli-Bücher geschrieben hat, René Martens. René Martens hat mal dieses wundervolle Bonmot umgedichtet. Es gibt keinen richtigen Fußball im Falschen. Und das ist doch das Gefühl, das uns alle umtreibt, dass wir eben, dass die richtigen Leute im falschen Fußball so ihr Dasein fristen. Und dann, an denen möchten wir natürlich ändern. Als Sozialromantiker, und da komme ich nochmal dahin, wieso gibt es wieso gründen sich die Sozialromantiker, wenn es einen St. Pauli-Chip geben soll? Warum gibt es bei LED-Banden ein rotes Stadion, und warum gibt es jetzt keine Sozialromantiker, die mal diskutieren, wie wir den Fußball denn nach Corona haben wollen? Also ganz ehrlich, wo sind denn die? Ich glaube, jetzt wird es mal, glaube ich, auch bitter. Ich glaube, für viele junge Menschen ist das wirklich scheißegal. Also für uns vielleicht nicht, die um die 1970 herum Geborenen. Aber wenn ich mir meine Kinder anschaue, ja, also die um die 2000 Geborenen, denen ist das total Wumpe. Und der wäre E-Sport ja eher mal ein Thema, oder League of Legends. So, das heißt, die Bedeutung des Fußballs ist gnadenlos überhöht in dieser Gesellschaft.
Und ist nur was für alle Leute wie uns. Es ist ungefähr so, du kannst vergleichen, der deutsche Fußball, der steht für die deutsche Gesellschaft, so wie der ADAC für den deutschen Autofahrer. Ja, okay, da kann man austreten. Beim ADAC. Ja, aber du hast auch diesen Puff beim ADAC gesehen, nachdem rauskam, dass die über Jahre lang Tests gefaked haben, dass sie sich eine Bedeutung gegeben haben, die überhaupt nicht hat. Und heute hat der ADAC überhaupt nicht mehr die Bedeutung, die er früher hatte. Und heute ist es eher andersrum, weil hat der BUND ja diese Bedeutung, der ja auch dann überhöht wird. Aber Fußball hat einfach, glaube ich, gesellschaftlich in der Wahrnehmung und die Protagonisten, die das haben, ob das jetzt Hoeneß, Watzke, Seifert ist, wobei Hoeneß muss ich ja aufnehmen, der ist clever, aber Watzke, Rummenigge, Seifert, nehmen sich das zu wichtig. Und du siehst ja auch diese kontroverse Diskussion, die wir jetzt auch schon in der Gesellschaft haben. Also das wäre doch eine Hoffnung, die wir haben, dass in der ganzen Diskussion, die wir jetzt ja selber führen, dass das Präsidium und der Aufsichtsrat und die Gremien des FC St. Pauli sich Gedanken darüber machen, ob sie in dieser DFL, in diesem DFB überhaupt noch Fußball spielen können oder wollen oder sollen. Ja, oder wenn, ungesagt, mit welchen Werten? Ja, ich meine, das was wir jetzt gerade besprechen, ist ja genau die Vorgabe, wie es enden könnte oder wie es weitergehen könnte. Dass man dann solche Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund, Chelsea, lass sie doch in einer Liga spielen. Und dann machen wir halt eine Liga auf, eine Sozialromantiker-Liga, wo jetzt wirklich Mannschaften spielen, die gerne miteinander zu tun haben und die ähnlich ticken und eine ähnliche Ausrichtung haben, wo die Fans vielleicht auch irgendwie ähnlich ticken. Und dann wird das halt irgendwie neu aufgestellt komplett. Aber das wäre also die Aufforderung an den Verein, macht eine Zukunftswerkstatt auf, ladet Leute ein, macht euch Gedanken, lasst uns mal ganz verrückte Gedanken spinnen. Das wäre eine klasse Sache. Das würde dem FC St. Pauli sehr gut anstehen. Und tatsächlich brauche ich jetzt bis zum 30. Juni brauche ich vom FC St. Pauli eine Idee, was man aus dieser Situation macht. Weil wenn wir in die Saison 2021 gehen, dann werden die Corona-Nachwirkungen oder die Corona-Wirkungen noch da sein. Aber das Momentum ist nicht mehr da. Das Momentum, das ist eine breite Erkenntnis der Menschen gibt, die sagen, diesen Fußball, den wollen wir nicht mehr haben, wir wollen ihn verändern. Entweder so oder er stirbt auch so, weil ich könnte ja auch argumentieren, seid mal froh, dass wir überhaupt diesen kommerziellen P-Anteil haben, sonst hätten wir ja gar keinen Fußball mehr, weil ihr auf dem Stehnord seid aussterbende Spezies, neue Verordnung, demnächst 1,50 Meter, 1 Meter Abstand auf den Rängen, Kapazität des Müllerntor-Stadions wird auf 15.000 runtergefahren, mit entsprechendem Abstand. Alle Stehplätze werden verschwinden. Das ist das Ende der Fankultur, wie wir sie kennen. Dietmar Hopp wird jubeln. Vielleicht ist das ja auch sein Beitrag, neben seiner tollen Tübinger Virenforschung, dass das verschwinden wird. Da brauchst du keinen Auswärtsbann mehr für Dortmund-Fans. Es gibt einfach keine Stehplätze mehr in deutschen Stadien. Qua Gesundheitsamt bis auf unabsehbare Zeit. Und dann war es das. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann ist das dieser ganz feine Grat, der uns sozusagen vom schönen neuen Fußball trennt, sind die Fans, die organisierten Fans im Stadion und so komische Vögel wie wir. Und es wird höchste Zeit, dass sich der Fußball, der sich sozusagen als Präsenz, als Menschenerlebnisfußball vor Ort definiert. Und so definieren wir ja uns als St. Pauli-Fans. Also ich könnte gar nicht St. Pauli-Fan sein und das nur im Fernsehen gucken. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Also dann wäre ich wahrscheinlich auch Bayern-München-Fan und kein St. Pauli-Fan. Ja. Aber das, davon mal ganz abgesehen, ist das ja sozusagen der Unterschied, und da hast du vollkommen recht, Markus, der Unterschied ist ja quasi nur noch marginal. Wenn man jetzt die Drohung von Watzke mal ernst nimmt, und da stehen wir ja, also wenn die DFL es nicht schafft, diese Saison zu Ende zu spielen, dann gehen mindestens 12 Clubs, wahrscheinlich die Hälfte des Profifußballs, kapheister, die sind ja nicht mehr da.
wenn sie nicht sozusagen von irgendwelchen saudischen und russischen Oligarchen aufgekauft werden, dann ist das vorbei mit dem DFB und der DFL, die wir jetzt vor Corona gekannt haben. Ja, wenn wir wissen, und, dass das eine Sackgasse ist und das offensichtlich ist. Ja, aber es ist ja vielleicht gar keine Sackgasse. Es ist, obwohl das stimmt, Willi, ist für uns eine Sackgasse. Da können wir ja nicht mitgehen. Wir können ja nur unseren Blick darstellen. Unser Blick ist nicht das, was sich jetzt darstellt. Und das, die Türen, die sich da auftun würden, das wären Alibi-Türen sozusagen. Da gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt drei Möglichkeiten. Die eine ist irgendwie zähneknirschend mitspielen, aber weiterhin so tun, als wäre man der etwas andere Verein. Das geht ja. Das zweite wäre nicht mitspielen, also aus dem Verein austreten, wie du schon gesagt hast, eine eigene Liga gründen oder sich einer anschließen. Und die dritte Möglichkeit wäre zu versuchen, das System zu reformieren. Ich nehme an, das ist die Möglichkeit, die Oke betreibt. Eins und drei würde ich sagen, es gibt ein 1b und es gibt ein 3b. Das heißt, man, also so zähneknirschend durch die Saison durch, ist machbar, aber man müsste, was du vorhin auch schon sagtest, man muss zumindest eine Idee haben, was sich zur nächsten Saison ändern müsste. Oder konkret gesagt, was überhaupt zwingend geändert werden muss, damit man diese Sache überhaupt noch fortführen kann. Also ich glaube, uns ist allen bewusst, dass dieser Zeitpunkt jetzt, wie wir ihn jetzt haben, wo wir alle gelähmt sind und das ganze Leben gelähmt ist, wird schwer, Entscheidungen zu treffen, die so radikal sind. Aber man weiß ja, okay, das ist ein Zeitfenster, das läuft jetzt bis August. Im September startet die neue Saison. Da muss man doch bis dahin mal irgendwas auf die Beine kriegen, was einem jetzt als Fan oder der Fankultur, wir sind ja nicht allein, es gibt ja viele von uns, was man denen jetzt irgendwie als Illusion vormalt, dass man sagen kann, okay, das ist umsetzbar, das wollen wir. Wir haben das gleiche Ziel, wir wollen mit euch dahin. Und das Gefühl habe ich nicht, dass ich irgendwo mitgenommen werden soll. Also das, was du Illusion genannt hast, ist eine Utopie im Grunde genommen. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, mal mit Oke auswärts gefahren zu haben und er hatte ein ganz geiles T-Shirt an, da stand her mit der Utopie drauf. Das wäre jetzt mein Wunsch an dich, Oke, dass du diese Forderung auf deinem T-Shirt jetzt in die Wahrheit, in die Tatsache, in diese Welt tust. Bitte her mit der Utopie. Also wie sieht der FC St. Pauli 2021/22 aus? Das muss nämlich dann so schnell gehen. Wir haben jetzt nur noch ein Jahr vielleicht Zeit, das Ganze vorzubereiten. Ja, deswegen glaube ich auch, dass mit kurzen Zeitfenstern macht das alles keinen Sinn. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, dass das genauso weiterläuft, wie es jetzt gelaufen ist, dass es überhaupt keine, abgesehen von irgendwelchen komischen E-Mails, Pressemitteilungen, also überhaupt keine Kommunikation gibt und alle den Stiefel fahren, wir verkriechen uns in der hintersten Ecke unseres Kämmerleins und lassen das alles über uns ergehen, das kann es nicht sein. Man versucht halt solidarisch zu sein mit der DFL und ganz klar, DFL macht die Sprachregelung vor. Und alle anderen halten die Klappe. Das ist halt, funktioniert ja auch sehr gut oder muss auch so sein anscheinend, um das jetzt so durchzukriegen. Ja, aber alles nur in der Logik dieses Systems ist das sinnvoll. Und sobald du diese Logik verlässt, fragt man sich, muss das denn so sein? Und die einzige Logik ist, wir müssen die Saison zu Ende spielen, weil sonst sind wir pleite. Genau, und ich vermute, dass das auch für den FC St. Pauli gilt. Wahrscheinlich nicht so schnell wie alle anderen. Vielleicht ist man sozusagen Last Man Standing, aber dann kann man ja auch gegen niemanden spielen. Also das wäre tatsächlich eine Frage. Was mich eigentlich wundert, ist ja, dass diese ganzen Zahlen, dass da nichts durchgestochen worden ist in der Presse. Also Bild-Zeitung hatte ja schon einige Sachen, wurde auch zitiert wurde aus diesen Vorlagen. Dass du, klar, jetzt weißt du, Schalke hat ein Problem, ich glaube, der HSV hat nie ein Problem. Paderborn hat ein Problem, aber dass du ansonsten nie so eine Zahl mal bekommen hast, wo du sagst, Bayern München, die können auch ein halbes Jahr so stehen und St. Pauli kann 3 Monate stehen. Nichts, null, nichts, gar nichts. Finde ich auch sehr, sehr erstaunlich. Also das ist sehr, sehr diszipliniert, was da in der DFL stattfindet. Also da muss man Christian Seifert auch ein Kompliment machen. Also das ist schon gut gemanagt. Da passiert nichts. Das ist gut gemacht. Da sickert nichts durch. Es spielt ja am Ende auch keine Rolle, ob es jetzt 6 Wochen sind, 2 Monate oder 4.
wenn man das System nicht reformiert, dann wird es so nicht tragfähig. Jetzt komme ich aber als Ewald Lien und sage dann, ja, Moment mal, lieber Erik, das musst du ja mal größer denken. So, und dann muss ich ja über die, mit meinem K-Wort, dann muss ich ja wiederum über die FIFA reden und die UEFA. Und solange ich dort immer noch eine WM in Katar plane, wann ist die, 2022? 21, 22, richtig? Im Winter? Oder ja, nächstes Jahr ist die EM 2021 und ja. Dann ist die WM. Ja. Ja, diese ganzen Auswüchse dieses Gigantonismus, irre. Irre, wenn sich da nichts ändert, wenn das jetzt so durchgezogen wird, wie das alles geplant wird, naja, viel Spaß dabei. Aber da kann ich doch nicht drauf warten. Ich kann doch nicht sagen, die müssen sich erst ändern, damit wir uns auch ändern können. Ja, aber so ist die Logik. Die Logik ist, weil da oben nichts geändert wird oder wir warten darauf, müssen wir erstmal hier unten auch so weitermachen wie bisher. Das ist halt der Marsch durch die Institutionen. Da sagst du dir halt, ich bin selber groß mit dabei, weil es geht ja auch gar nicht anders. Und wenn, kann ich hier nur im Kleinen was ändern. Anstatt wirklich zu sagen, da ist eine Utopie da und man gründet das Ganze ganz neu. Mit allen Risiken. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Protagonisten, die wir gerade haben, diese Risiken wahrnehmen möchten. Auch persönlich nicht. Nee, was man persönlich ja sogar verstehen kann. Ne? Also, dass ich als persönlich haftender Präsident des FC St. Pauli oder auch der Vizepräsident der DFL, dass ich das... dass ich da natürlich vorsichtig bin, das liegt ja in der Natur der Sache. Das ist auch, was anderes, irgendwie zu sagen. Also es erwartet ja keiner, dass sich morgen unser Präsidium hinstellt und sagt, wir haben mit dem Aufsichtsrat gesprochen, wir treten aus der DFL aus. Aber wie du schon gesagt hast, man kann das Ganze ja vorbereiten und man kann ja auch jemand anderen diesen Auftrag erteilen lassen. Also man könnte ja zum Beispiel die Abteilungsleitung der AFM mal fragen, wollt ihr uns nicht auf der nächsten Jahreshauptversammlung mit dem Antrag damit beauftragen, darüber nachzudenken. Dann machen wir das nämlich auch. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sowas einzustielen. Da braucht man sich ja nicht hier sozusagen jetzt haftungsrelevant ins Feuer zu stellen und irgendwie den Märtyrer machen. Das erwartet auch wirklich keiner, ich schon gar nicht. Aber was ich erwarte ist, dass das, was wir jetzt festgestellt haben, nicht nur emotional festgestellt haben, sondern was Corona macht, ist ja, dass es das auch tatsächlich passieren lässt. Also der Profifußball, zweite Liga, dritte Liga sowieso, zweite Liga und wahrscheinlich auch erste, ist unter diesen Bedingungen der Pandemie kaputt. Der ist nicht mehr fortführbar. Es zeigt sich, dass dieses System überhaupt über gar keine Reserven verfügt. Das heißt also, in dem Moment, wo es kritisch wird, das Ganze zusammenbricht, weil nämlich große Teile dieser Vereine ihre zukünftigen Einnahmen nämlich schon ausgegeben haben. Das heißt also, auch jetzt könnte man als DFL nicht sowas wie einen Rettungsschirm für die erste und zweite Liga machen, weil schon alles irgendwie verkauft wurde. Der große Knall, der wird ja eigentlich jetzt nur vertagt. Die haben ja jetzt beschlossen, dass wenn du jetzt eine Insolvenz machst und die ersten beiden werden sein Karlsruhe und Kaiserslautern, eine Planinsolvenz, dass dann diese Bestrafung mit 9 Punkte minus in der laufenden Saison ausfallen wird. Das heißt, es gibt einen Anreiz dafür, es jetzt zu tun. Die ganzen Lizenzierungsverfahren dieses Jahr, die sind ein Witz. Jeder kriegt die Lizenz und dann wird dann ein Jahr später der große Knall kommen. Okay. Ja, Probleme transportieren in die Zukunft. Beide. Das mache ich ja auch immer. Das mache ich auch immer gerne. So verdrängen. Bin ich auch Meister drin. Ja, das ist ja in Krisenzeiten ja auch eine Taktik, aber es ist keine Strategie. So, und wir wollen ja jetzt Herrn Seifert und der DFL nicht ihre sozusagen strategischen Überlegungen machen, sondern wir interessieren uns ja im Wesentlichen für den FC St. Pauli. Und mich wundert schon so ein bisschen, dass sozusagen in der publizierten, organisierten Fanschaft es mal ausgereicht hat, dass sozusagen LED-Banden durchs Stadion fließen, sich zu überlegen, ob wir sowas wie United of Manchester nur mit dem FC St. Pauli machen, also sozusagen die Fanschaft austritt aus diesem System. Ja, warum tritt der Verein nicht selber aus dem System? Ich will, dass der FC St. Pauli spielt. Ich will nicht, dass der FC St. Pauli raus. Aber der FC St. Pauli sollte dann auch das sein,
und das bleiben können, was es sein möchte und sein kann. Wo man mit einem geraden Rücken hingehen kann. Ja. Und dann ist mir eigentlich auch egal, ob ich jetzt zweite Liga oder dritte, vierte, fünfte, egal. Das ist gar kein Gradmesser in dem System. Und wir werden sehen. Aber du siehst auch, ich habe jetzt einen Post gesehen, auch von einer Fangruppierung, die meinte dann nur so ganz, zwei Wochen spielen wir ja schon wieder. Oh, ob das gut ist, ich weiß ja nicht. Ich vermisse übrigens auch die Diskussion, wie kann der Verein den jungen Spielern diesem Gesundheitsrisiko aussetzen? Hast du schon mal einen Post von gesehen? Naja, man hat jetzt die Post gesehen, dass zum Beispiel so ein Verein wie Schalke sagt, er lässt den Spielern frei, ob sie mitspielen und mittrainieren. Ja, aber nicht der FC St. Pauli. Was kam da von FC St. Pauli? Gab es Forderungen in deinen Foren sozial, dass Leute gesagt haben, wie könnt ihr nur, ne, ihr gefährdet andere Leute, ihr werdet hier Träger des Viruses, die jungen aber Spieler sind gefährdet. Ja, lass doch mal zu Ende denken, diesen Gedanken. Das würde dazu führen, dass wenn jetzt Schalke sagt, ihr könnt jetzt überlegen zu spielen, und wenn ihr jetzt sagt, wir wollen nicht spielen, das ist so gefährlich, dann überlegen wir uns, ob wir euren Vertrag, der im Sommer ausläuft, verlängern. Und dann ist er auf dem Markt. Auf dem Markt sind ganz viele arbeitslose Spieler und Der Markt wirkt sinkt und die kriegen keinen neuen Job. Ja, okay, dann spiele ich doch. Kettenreaktion. Ja, du hast das ja in Köln gehabt, da hat ja dieser belgische Spieler, hat ja gesagt, also eigentlich findet er alles ein bisschen seltsam, auch mit seiner Familie, er fühlt sich sehr unwohl dabei. Einen Tag später, naja, habe ich gar nicht so gesagt, bin vollkommen falsch zitiert worden und stimmt alles gar nicht. Also da hörst du gar nichts. Er hat eine Videokonferenz mit Kalou gemacht. Ja, Kalou übrigens ist ja auf seine Art und Weise wieder großartig, weil er ja diesen Aberwitz des Systems ja wie ein... Ja, schön den Spiegel vorgehalten. Schön den Spiegel vorgehalten hat. Und dann kam dieser gnadenlose Oberpopulist Söder und hat dann wieder sich anhand dieses Kalous wieder profiliert. Also unglaublich. Also tatsächlich muss ich, das ist mir auch ein Bedürfnis, am Beispiel von Kalou und Ibisevic sagen, im Grunde genommen, wenn man das mal einen Schritt zurück macht und nicht sozusagen die beiden Vollhorste siehst, die da irgendwie auf Facebook Live sich und andere in Teufelsküche bringen, sondern wenn man mal guckt, da sind im Grunde genommen sind doch diese beiden das Ziel. Also das sind Arbeiter, Fußballarbeiter, die in dem System Profifußball, und das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen, diejenigen sind, die von der Wertschöpfung das meiste abbekommen. Zeig mir doch mal den Wirtschaftszweig, in dem die, die wirklich die Leistung bringen auf dem Platz, auch das bekommen, den Großteil davon bekommen, was dort wertgeschöpft wird. Das ist im Profifußball super, finde ich. Und dass die beiden sich hinsetzen können und über 11% Gehaltsverlust nur müde lächeln und sich lustig machen können drüber, das ist ja im Grunde genommen das Endziel, dass sozusagen sozialistische Ideen irgendwann mal haben. Jetzt redest du wie Ewald Lien. Diesen Part finde ich im Übrigen von Ewald Lien nicht verkehrt. Sein Vergleich mit dem Top-Management, das ist das, was mich aufgeregt hat. Denn die Begründung wäre ja, hängt euch nicht an den Spielern auf, das sind sozusagen die Arbeiter des Fußballs und dass die überproportional partizipieren an dieser Riesenkohle, finde ich gut. Hätte er das so gesagt, hätte ich ihm applaudiert. Um 20 Uhr auf dem Balkon hätte ich irgendwie einen Ewald Lien. Das wäre eine Stunde zu früh gewesen. Ja, aber merk, du hast um 21 Uhr regelmäßig über sowas nachgedacht. Danke, Erik. Genau. Das stimmt. Wo sind die Krankenschwestern in diesem Danke, Podcast? Danke, Ewald. Wo sind diese time-relevanten Krankenschwestern hier? Es gibt überhaupt gar keine Schwestern hier heute. Auf St. Pauli, wo ist das hier? Das ist auch eine Dimension. Aber das gehört auch zum FC St. Pauli. Das hat mich auch aufgeregt vollkommen bei Ewald Lien. Das hat mich aufgeregt, dass er gesagt hat, ja, wieso das auch anderswo so, dass hochbezahlte Manager ein Vielfaches von dem kriegen, was der normale Arbeiter und Angestellte kriegt. Das ist sozusagen da ist ganz kurz der Vorhang von seinem tollen Image aufgegangen und darunter war verrotteter Neoliberalismus. Das ist ganz, fand ich ganz schlimm, was er da gesagt hat. Und tatsächlich finde ich aber ja grundsätzlich
die Idee, dass wir ein System haben, an dem die partizipieren oder die am meisten partizipieren, die auch sozusagen die Leistung bringen, das finde ich ja wirklich gar nicht so schlecht. Und deswegen wäre auch meine allererste Idee, um das Ganze zu verbessern und oder zu reformieren, nicht das abzuschaffen, sondern die Jungs, die im Profifußball viel Geld verdienen, in eine Solidarität einzubetten. Also zu sagen. Du hast eine Idee da gehabt, ne? Ja, ich hatte mal kurz darüber nachgedacht, wie könnte man, und das ist echt irgendwie Brainstorming gewesen, aber ich habe gesagt, wo muss man ansetzen? Man muss ansetzen natürlich nicht bei denen, die jetzt schon Millionenverträge haben, hat ja beim FC St. Pauli nicht ein einziger. Aber das sind schon beispielsweise, also schätzungsweise, ich würde schätzen, sehr gute Verträge sind bei uns so eine 500.000 im Jahr, würde ich mal so tippen. Das ist ein sehr guter Vertrag beim FC St. Pauli. Wenn wir irgendwann mal aufsteigen würden, wäre es vielleicht knapp an die 750.000, 800.000, vielleicht auch sogar schon mal 1 Million, die einer verdient. Und mein Ansatz wäre, das ist natürlich mit den Profis, die jetzt schon sozusagen gestandene Profis sind, nicht zu machen. Die sind in diesem System aufgewachsen, die wirst du auch die wenigsten vielleicht umstimmen oder du müsstest ihnen ein Angebot machen. Und das Angebot würde ich über die Jugend organisieren. Ich würde das NLZ so aufbauen, dass es eine Genossenschaft wird. Ich würde diesen Soli-Fonds, den du 20359 genannt hast, den würde ich tatsächlich aufbohren und würde sagen, all die Profigehälter, all die Kohle, die wir in den Profifußball stecken, davon gehen mindestens 19,1%, wenn ihr unbedingt diese Symbolik braucht. Ich würde auch 10 oder 15% nehmen. 10 oder 15% eines jeden Profigehalts, ob es jetzt Trainer, Sportchef oder Spieler ist, geht in als Genossenschaftsanteil in die Ausbildung von neuen Profis und in Projekte, die diese Plattform FC St. Pauli finanzieren. Das wäre schon mal ein allererster Schritt. Oder man könnte auch darüber nachdenken, dass man sagt, man hängt sozusagen die Kohle, man zahlt jungen Profis mehr als der Markt. Dafür müssen die 10% Soli-Beitrag sozusagen den Rest ihrer Karriere vielleicht wieder in dieses System. Ich würde das sogar noch ein bisschen mehr zu spitze. Ich würde sagen, wenn jetzt junge Leute neu zum Verein kommen, dann müssen die diesen Prozentanteil zahlen, weil sie halt neu dazukommen. Und junge Leute, die aus dem eigenen Jugendzentrum kommen, sozusagen aus dem eigenen Aufbau, haben halt schon die Zugehörigkeit zum Verein und haben das schon nachhaltig bewiesen, indem sie durch alle Linien gegangen sind. Und das würde dazu führen, dass wir einfach viele Leute aus dem eigenen Bereich behalten würden und Leute, die jetzt vielleicht sehr wechselbegierig, geldbegierig sind oder wie auch immer man das definieren will, würden sich halt auch überlegen, vielleicht doch bei dem Ausbildungsverein zu bleiben erstmal, bevor das dann irgendwo in die weite Welt geht. Aber dazu gehören aber auch Regeln, dass du sagst, innerhalb der, ja, ich bin jetzt immer auch Utopist, wahrscheinlich, weil es sehr unrealistisch ist, aber dass du sagst, innerhalb der DFL, dass du sagst, junge Spieler werden nicht abgeworben bis zu einem gewissen Alter. Ja, ja, sowas wie ein Ausbildungszuschlag gibt es ja immer schon, dass der ausbildende Verein dafür extra Geld erhält. Ja, aber du weißt ja, was da draußen abgeht. Dass einfach gesagt wird, okay, mal eine richtige Solidarität innerhalb der DFL und dass dann gesagt wird, okay, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern dass dann plötzlich wirklich mal ein bisschen für einen Tick mehr Chancengleichheit gesorgt wird. Freischein ab 21 oder so, ne? Dass man sagt, okay, ja. Du darfst entscheiden ab 21, wo du hingehst. Und ja, vorher unter Auflagen, unter Beobachtung und unter Assistenztrainer. Und dann nicht zu sagen, naja, das dürfen wir gar nicht mehr, Bossmann-Urteil, bla bla bla. Sondern wirklich mal sagt, okay, es gibt so eine Idee davon, was eigentlich eine solidarische DFL sein könnte. Und, so ein Widerspruch in sich, dieser Satz. Ja. Solidarische DFL. Ja, weil sie erkennen müssen, wenn sie es nicht machen, dann sind sie am Ende tot. Weil das, was wir dann kriegen, ist, und das wird ja auch stattfinden, du wirst auf alle Fälle was überleben wird, ist diese europäische Superliga mit 24 Mannschaften, die wird es auf alle Fälle immer geben. Also Dortmund, Bayern brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die werden letzten Endes dann gegen Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, wird das, Arsenal, das wird existieren. Du als Fußballfan, würdest du das in irgendeiner Form supporten? Nein, ich habe ja mein altes Moneyworks-Trikot ja weggeschmissen. Nein, ich würde das natürlich nicht supporten. Das wäre mir persönlich Wumpe, aber es wäre als Vermarktungsprodukt für die werbungtreibende Industrie, für Investoren doch eine super
Plattform. Das könntest du auch super machen und da hättest du auch keine, ja, Hools oder sonst was. Wenn super reiner Hopfußball, das könntest du super organisieren. Der wird sich abkoppeln, der muss sich keine Sorgen machen. Ja, da hast du ja auch die Protagonisten, die das alles schon vorbereiten. Watzke, Rummenigge haben wir alle schon genannt. Die wollen wir ja auch in dem Fußball, den wir supporten, entweder nicht haben oder wir wollen sie als Gegenspieler. Wir nehmen die als Gegenspieler wahr. Und das ist eben auch so ein bisschen das Problem, dass wir beim FC St. Pauli so ein bisschen den Marsch durch die Institution machen im Moment. Ne? Also Oke ist Vizepräsident, glaube ich, auch der DFL. Und das heißt, wir versuchen, die von innen zu verändern, da durch Engagement, was ja irgendwie schon mal keine blöde Idee ist. Aber ich befürchte, dass wir bei uns selber anfangen müssen, uns zu verändern. Und dann also wer gibt, kommt vielleicht wer, der wer Rest. Wer gibt denn nächstes Jahr seine Dauerkarte ab? Ah! Nee. Fuck. Nee. Dann lieber nicht hingehen. Ah, das ist ja jetzt. Ich bin dafür, wir werden jetzt nächstes Mal scannen. Ne? So Corona-App, machen wir mal so eine Dauerkarten-App und gucken mal, scannen, ob du da gewesen bist. Ja, noch gibt es genug Möglichkeiten, mich wieder an Bord zu holen. Aber sag mal, Erik, kurz noch einmal nur. Ich glaube, so Leute wie Hoeneß. Hoeneß hat jetzt gerade vor zwei Tagen, das haben wir auch gemeint, hat er schon gesagt, der FC Bayern braucht die Liga. Und Hoeneß hat ja auch ein Statement, das Ganze, was er, sage ich mal, andere, was in Rummenigge oder Watzke einfach so total neoliberal verkaufen, der macht das ja sehr viel geschickter, der nimmt die Leute ja auch mit. Und ich glaube, Deutschland ist ja auch ein Land des Konsenses, des runden Tisches oder auch der Festhaltung von Unterschieden, aber dann wird das alles ein bisschen abgefedert. Ich glaube, dass der FC Bayern und die Borussia uns noch erhalten bleiben. Also die haben ja auch ein Interesse, dass es ist, aber so ihre Stellung, das wird noch mal so stärker zementiert. Die Frage ist, was will der FC St. Pauli? Und der FC St. Pauli ist ja selber Teil auch von dieser Konsensindustrie. Das heißt, das ist kein Hippie- oder Revoluzzerverein. Also der ist nicht Rock'n'Roll. Der ist so Rock'n'Roll, wie AC/DC gerade die Speerspitze der Musikbewegung ist. Ja, also wissen wir ja auch, was das angeht. Und insofern ist eher St. Pauli sowas für die älteren Herren wie uns, habe ich eben schon gesagt. Da mache ich mir mal keine Illusionen. Also wir sind nicht der Verein, der die Rotkäppchen auf dem Zaun supportet. Oh, jetzt hast du ja was gebracht, wo man gar nicht zustimmen kann. Doch, also wenn sich die Rotkäppchen dahinsetzen, weil sie den FC St. Pauli verändern wollen und eine Idee haben, wie sie ihn verändern, dann selbstverständlich supporte ich die. Ja, hallo? Sofort? Die wollen aber nur hier und jetzt da sein. Ja, das ist sozusagen der moderne Hedonismus. Sie manifestieren sich durch Gewalt. Ja, und was ist jetzt deine Aussage? Deswegen verändern wir den FC St. Pauli nicht? Fehlt dir die Nachhaltigkeit? Oder die? Nein, das nicht. Ich will nur sagen, dass der FC St. Pauli, wir hatten das andere, unsere Diskussion bei der tollen Wurst, als wir diese Wurstdiskussion jetzt hatten vor zwei Tagen, wo ich gesagt habe, naja, also wenn man dann mal diesen Bogen, wilden Bogen macht und sagt, na, hier dieses Massenfleisch und Billigfleisch und die Menschen werden ja quasi ja selber wie Vieh gehalten, die Leiharbeiter und ohne Rechte und dann werden sie mit Corona infiziert. Und was machen wir im Stadion? Da essen wir auch die gute Wurst. Das könnte man ja sagen, nein, die kommt ja aus einer ganz anderen Qualität, glaube ich nicht. Wir essen die gute Wurst. Warum sagt nicht der FC St. Pauli, bei uns gibt es eben einfach keine Wurst mehr. Die Wurst gehört zum Fußball, bei uns nicht, bei uns gibt es irgendwas anderes. Dann würde gesagt werden, nein, das geht nicht. Wir haben diese Imbissstellen schon seit Jahrzehnten vermarktet an Firma XYZ und wir haben aus der Zusammenarbeit der Kooperation mit diesen Partnern Einnahmen von x 100.000 Euro oder Millionen Euro, nee, 100.000 wahrscheinlich. Das können wir ja gar nicht machen. Und dann hört es bei St. Pauli auf und dann wird der FC St. Pauli genauso ein Verein wie jeder andere auch. Was ja auch vollkommen okay ist. Dann brauche ich aber nicht als St. Pauli-Fan rumzulaufen und mir irgendwie den neuesten Fanscheiß kaufen von meinem Hipstergehalt und mir dann rumschauen und sagen, ich bin was ganz Tolles und was anderes, weil ich ertrage den Totenkopf. Das ist doch der Scheiß. Ja? Und da, wo der FC St. Pauli was machen könnte, da macht er nichts. Da hast du Viva Con Agua als einziges und Viva Con Agua ist kein Produkt fürs FC St. Pauli. Jetzt sagst du nichts mehr, ne? Ja, weil mir fehlt einfach so, ja, alles unterschrieben, gut, prima, ja, hatten wir hier auch oft. Warum ändern wir denn da nichts? Ja, warum wird denn der FC St. Pauli nicht etwas andere Verein?
Wir sind doch in vielen Sachen, wir sind ein überalterter... Das heißt, du willst, was willst du, Seitan-Burger oder was willst du im... ZB kannst du doch mal dir alles überlegen. Aber wir sind doch ein überalterter Verein, etwas älterer, weißer Männer. So, und... Genauso wie dieser Podcast übrigens. Dieser Verein ist ein Schau... Wir sind praktisch das Spiegelbild dieses Vereins. Und... Fürchterlich. Ja, eben. So, und dann denkst du dir, wie kann denn da Innovation erfolgen, wenn du das nicht öffnest? Du kannst ja nur froh sein, dass es zum Beispiel USP gibt. Ja, bin ich auch. Ja, wenn es kein USP geben würde, dann wäre hier... Dann wäre Zappenduster, ja. Ja, dann wäre Zappenduster. So sehr man sich auch über USP auch manchmal ärgern kann, aber du brauchst auch Reibungsflächen. Was diesem Verein fehlt, sind Reibungsflächen. Gegensätze. Ja, ich hatte ja schon die Sozialromantiker erwähnt. Ne? Die sind ja sozusagen aus dieser... aus diesen Reibungsliebhabern entstanden, die sozusagen vor 10 Jahren oder wann das war, irgendwie noch genügend Kraft hatten, sich aufzuraffen, um mal zu überlegen, bring back St. Pauli, also wohin wollen wir uns eigentlich zurückbringen und was wäre denn jetzt mal mit Voran St. Pauli, also wohin wollen wir denn eigentlich kommen? Aber ich nehme da nichts wahr und du wahrscheinlich auch nicht. Das war ja sozusagen das die Quintessenz deiner polemischen. Ich bin ja selber Teil des Ganzen. Ich bin ja auch zu lahm. Es ist ja nicht so, dass ich selber hier auf die Barrikaden springe. Nur dieser Anspruch und die Wirklichkeit, das ist ja, da muss ich ja einfach, kann ich aber ein bisschen die Luft ablassen, wenn ich mal gewisse Ansprüche formuliere. Ja, aber den Anspruch, den haben wir, also ist ja auch gar nicht so richtig, finde ich. Denn wir haben den Anspruch ja schon formuliert. Also es gibt, meiner Erinnerung nach, gibt es einen JHV-Beschluss, der auch in die Satzung aufgenommen wurde, bei der gewisse Regeln für die Arbeitsplatzsicherheit und die Bezahlung von Arbeitnehmern von Produkten, die der FC St. Pauli einkauft, vorausgesetzt wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum die jetzt neu aufgezogene Merchandising-Linie sich verpflichten muss, zu erzählen und offen zu legen, wo denn jetzt eigentlich diese T-Shirts und Hoodies und so weiter herkommen. Und du hast natürlich vollkommen recht, diese Frage muss natürlich auch für die Wurst beantwortet werden. Und wenn die, ich weiß gar nicht mehr, die Salzbrenner heißen die, glaube ich, ne? Die Salzbrennerwürste in einem ähnlichen Schlachthof-Konglomerat wie Coesfeld geschlachtet und gemacht werden, dann haben wir hier ein Problem. Das hast du, weil natürlich 90% des Fleisches daherkommt. Das hast du, sonst hättest du auch gar nicht den Preis. So, das heißt also, du hast ein Problem. Im Grunde genommen müsste diese Wurst in der nächsten Saison verschwinden, weil sie gegen die Satzung des FC St. Pauli verstößt. Können wir nicht, sonst sind wir pleite. Ja, das ist natürlich das Argument, das hat aber schon der Kollege, der jetzt in Nürnberg ist, immer schon gesagt. Wie heißt er noch? Der Kollege ist in Wolfsburg. Achso, der Kollege, der jetzt in Wolfsburg ist. Du meinst das, du hattest wahrscheinlich nach so Nürnberg. Nee, wie heißt er denn nochmal? Sag doch mal. Mieske. Ja, genau. Michael Mieske hat das schon immer schön auf den ganzen JHV gesagt, hat gesagt, das ist alles wunderschön, das können wir alles machen, kostet uns 500.000, da müssen wir leider absteigen. Wollt ihr das wirklich? Also jetzt verkürzt. Ja, dann müsste man mal so bescheuert sein und sagen, scheißegal, dann steigen wir eben ab. Das wäre also die richtige Antwort, finde ich auch. Du brauchst auch ein bisschen Unvernunft in diesen Zeiten. Vollkommen vernünftig, unvernünftig zu sein. Das finde ich auch sehr gut. Unterschreibe ich sofort. Vielleicht können wir ja als Gastredner nochmal hier Ken FM holen. Der ist auch so herrlich unvernünftig, vernünftig. Aber nein, ich schweife schon wieder ab. Aber jetzt bist du ja dabei. Jetzt bist du ja praktisch wie Angela Merkel. Du hast einen Rahmen der Vernunft gesetzt und sobald du diesen Rahmen der Vernunft nach links oder nach rechts verlässt, dann bist du außerhalb des runden Tisches und dann bist du auch nicht mehr dabei. Das geht auch nicht. Nein, das geht nicht. Aber um jetzt das nochmal in eine kreative Form zu gießen. Wir brauchen für den FC St. Pauli mal einen Zukunftsworkshop im Sommer. Hat doch jeder jetzt genug Zeit, wir können gar nicht verreisen. Dann machen wir das Stadion auf und da gibt es mal so einen Workshop und da können Leute mal erzählen, wie sie sich das den FC St. Pauli vorstellen wollen. Nein, das finde ich nicht. Ich finde nicht, dass das Leute mal erzählen sollen. Das ist mal wieder so typisch. Komm doch mal her, stell dich auf den Stuhl und sag mal, wer du bist und was du willst. Nein, ich habe diese Gremien gewählt, damit
die sich Gedanken machen und willst, mir die willst, Antwort geben. Du willst die also einsperren, dann machen wir auch, dann sperren wir die ein im Müllerntor-Stadion. Genau, für und, 6 Wochen und dann kommt ein Audit dabei raus. Da kommt ein Audit dabei raus, das muss dann umgesetzt werden, jawohl. Vor allem brauchen wir Verbindlichkeit. Natürlich, wie wäre es denn mit einer Zukunftswerkstatt der SC St. Pauli 2022, wo irgendwie verbindliche Vorschläge des Präsidiums für die JHV gemacht werden. So wollen wir uns verändern. Ja, aber schlussendlich muss sowas natürlich auch, wie du sagst, es kann nicht noch von den Leuten kommen. Du brauchst halt Führung oder auch eine Vision, was wo kommen soll. Und ja, du hast diese Generation Corny Littmann gehabt. Dann hast du, erst war auch mit Stefan Orth, jetzt hast du Generation Uke oder auch zu der wir ja auch gehören. Was kommt danach? Ja, vor allem hast du die große Frage, die wir uns hier ja auch tatsächlich mal ehrlicherweise sagen müssen. Du hast ja den Druck nicht. Also nur weil hier jetzt 3 komische Vögel auf die Idee kommen, das zu diskutieren, hast du ja noch keine 40-50% der Mitgliedschaft, die das fordern. Sondern es ist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Die Leute werden sagen, wieso? Das hast du doch in der Nachfrage gehört bei Facebook. Genau. Ich gebe das Geld gerne. Der Verein macht das schon. Und natürlich möchte ich Profifußball spielen und erste Bundesliga spielen. Wenn du heute eine Umfrage startest in der Mitglieds- und Fanschaft des FC St. Pauli, wirst du wahrscheinlich 88% der Leute haben, die sagen, selbstverständlich will ich Profifußball spielen und erste Liga. Und das wird sich aber erst dann ändern, wenn du das wieder willst. Deswegen macht das Ganze auch Sinn, was gerade passiert. Das würde sich nur dann ändern, wenn das System zusammenbricht. Wenn dieser Ballon platzt, dann wird es sich ändern. Und das kann nur passieren, wenn es von innen passiert. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, man holt sich irgendwelches externe Leute, die Szenarien malen oder die von außen sagen, ja okay, wir sammeln alle Stimmen ein und die beiden Möglichkeiten habt ihr hier. Nee, irgendwie müssen die Emotionen explodieren und das muss von innen kommen, also vom Verein selber, von den Fans selber, von irgendwie müssen die Dominosteine umfallen. Das kann doch nicht anders gehen. Aber auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Diese Anforderung ist doch schon lange formuliert. Vor 5 Jahren hat der damalige Aufsichtsrat Oke intronisiert mit der klaren Aufgabe, bereite den FC St. Pauli gegen diese Stürme, die aus dem modernen Fußball über die DFL, die FIFA und die UEFA auf uns reinprasseln werden, diese 9 bis 12 Windstärken, die wir da aushalten, bereite uns bitte darauf vor. Das macht er ja auch, das macht er vor allen Dingen, aber oder vielleicht vor allem nur auf dem ökonomischen Bereich. Das heißt also, was wir sehr richtig machen ist, da sind wir auch sehr große Freunde von diesen Aktionen, wir diversifizieren uns permanent, wir holen sozusagen die wesentlichen Assets, würde man das nennen, die wesentlichen Assets in den Verein, alles komplett richtig gemacht. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wie Marco schon sagt, an dem wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Und da höre ich bisher nur Appelle, also sehr gut formulierte Appelle. Jetzt, also den letzten fand ich schon sehr eindeutig. Und das ist ja auch immer irgendwie so als Realitätscheck immer ganz interessant. Ich selber fand den gar nicht so revolutionär, das, was Oke da gesagt hat, dass der moderne Fußball sozusagen, ich glaube korrupt hat er nicht gesagt, aber schon ein verdorbenes Geschäftsmodell oder was hat er da konkret gesagt, weiß ich nicht mehr, gucke ich nach oder guckt selber nach. Auf jeden Fall ist er da sehr deutlich geworden und das hat ja Nachhall in der gesamten Presselandschaft gefunden im Sinne von der Präsident des FC St. Pauli liest der DFL die Leviten. So, das hat er jetzt gemacht und die Frage ist aber, Wie schafft man diese komischen Geschäftsmodelle ab, die alles kaputt machen, also was wir am Fußball lieben? Das Erste wird schon mal sein, dass der neue DFB-Präsident Andreas Rettig wird. Das war ja schon dein Tipp vor ein paar Wochen schon. Und dann wird sich auch ein bisschen was ändern. Also dass du auch wirklich mal, ich glaube, also dieser komische Winzer aus dem Freiburg, der ist echt eine Fehlbesetzung. Dieser Honoratio-Mensch da, wie heißt er? Ich kenne den Namen gar nicht, Winkler? Fritze Winkler?
Keine Ahnung, klein? Heißt der nicht klein? Keine Ahnung. Der könnte aber auch mal eine Packung Wein hier noch uns, zu uns schicken, hier in dem Podcast. Also wie gesagt, vollkommen Sponsoren, nicht wahr. Sponsoren, gutes Thema, Sponsoren. Ja. Also, aber ich sag mal so eine Sache. Ich habe dauernd ein Lied im Kopf hier von Blumenfeld. Endlich kommt die Kurve zum Musikpodcast. Wenn ich mal ein Ziel formulieren darf, wo wir denn hin wollen, dann ist es ja das, die Jüngeren kennen das ja nicht mehr, die Älteren wissen, ja. Jochen, komm, sag es allen, wir sind frei, es gibt kein Müssen und kein Sollen, wenn wir nicht wollen. Die Zeit der Heuchler ist vorbei und ihre Tyrannei, denn wir sind frei. Und ich glaube, das sollte man eigentlich so als ein Ziel formulieren, Freiheit. Und wenn ich frei bin, dann wird sich zeigen, was für eine Art von Fußball dann dabei rauskommt. Nur wenn ich ein Verein bin und sage, hey, ich bin nur noch abhängig von Spielervermittlern oder dies, das und jenes, ja, das ist es doch nicht. Wie heißt das Lied? Ich will das tatsächlich jetzt symbolisch nehmen als Eröffnung für den Wir sind frei. Wir sind frei. Aus Sternenstaub und Teil des Meeres ergeben. Ist das von ihm selber oder ist das von aus Sternenstaub von Teil des Meeres? Also Ergebnis der Spotify. Wir suchen Spotify, was St. Pauli Pop. Ja, wir suchen was. Das ist eines meiner Lieblingslieder. Naja, sag ich doch. Übrigens, ich würde jetzt hier natürlich eingrätschen und sagen, ich muss tatsächlich. Erik, Entschuldigung, bist du bereit für eine kleine Utopie, Oke? Ja, ja, also das ganze Lied passt hervorragend zum ersten St. Pauli. Also lieber. Lieber Blumenfeld und Jochen Distelmeier als Tomte und wie hieß er noch? Guck mal, ich habe über Corona sogar seinen Namen vergessen. Thies Uhlmann, genau. Also tatsächlich, wir transformieren uns mal einen weiter sozusagen in die richtige Hamburger Schule und nicht nur die Nutznießer derselben und gehen zurück zum Original und sagen, wir sind frei und bitte die meisten werden sagen, wir gehören in Therapie, aber ich hätte jetzt gerne ein bisschen Utopie, Oke. Mach mal. Und ich würde dann mal hinweisen auf die St. Paulis Pop Spotify Playlist, wo ich tatsächlich zwei Sachen draufsetzen muss. Also einmal Wait a Minute von TY, also von Ty, leider auch verstorben an Corona, tatsächlich vor 3 Tagen. Und an Krebs verstorben, Florian Schneider von Kraftwerk. Da würde ich nochmal von Kraftwerk Radioaktivität auf die Playlist setzen. Ja, das haben wir glaube ich noch nicht. Autobahn haben wir und wir haben Tour de France haben wir schon. Ja. Und ja, ansonsten gab es natürlich auch ganz viel neue, tolle Musik, die ich auch noch mitteilen. Vielleicht im nächsten Podcast. Es gab ganz neue Alben, tolles Album von Strokes, unglaublich gut. Produziert von? Von dem Beastie Boys Ruben, ja. Produzenten. Da habe ich auch Rick gedacht. Ruben. Da Rick auch Ruben. Und Rick Ruben, der auch Johnny Cash produziert hat. Ja. Und Thundercat gibt es ein neues Album, was tatsächlich sensationell gut ist. Also ganz viele neue Musik. Ich werde mal ein paar Sachen auf die Playlist setzen, weil das jetzt hier im Laufe der 2 Stunden ein bisschen kurz gekommen ist. Aber natürlich immer noch eine Prämisse ist von mir zumindest und von uns allen. Und vielleicht habt ihr auch noch Sachen, die ihr drauf setzen wollt. Für einen Little Richard vielleicht. Oder habe ich ja auch gerade dran gedacht. Oh, was Little Richard ist ja, was war der große von Little Richard? Also Tutti Frutti, das war der. Wie hieß denn der Song nochmal von der bei Zurück in die Zukunft, wo er mit aufgetreten ist? Little Richard? Mhm. War Little Richard bei Zurück in die Zukunft dabei? Ich glaube ja. Ach komm, wirklich? Das warte, das ist, das verwechselst du. Ja? Das ist der Doch. Chuck Berry über das. Ah, ihr wart auch, Tutti Frutti, Little Richard. Ja? Ja, da könnt ihr mal drauflegen, nehmt mal drauf, Tutti Frutti. Ja. Ja, tatsächlich gehört ja das ganze Thema Popkultur und Viertel und Solidarität natürlich auch zusammen. Ne? Also 20359 ist ja eine der Aktion, die wahrscheinlich auch in den ganzen Clubs und so sich widerspiegeln soll. Was machen wir denn jetzt mit unserer Soli-Kohle? Ich habe noch was. Machen wir Rückerstattung oder nicht? Eine Sache hier fürs Clubleben. Sag mal. Downtown von Klaus-Johann Grube. Okay. Schweizer Elektro-Duo, Spitze. Sehr gut. Ja, was machen wir mit dem Geld? Ich weiß es auch nicht. Also eigentlich müsste man, ich war so indifferent, aber diese Formulierung, ja, machen sie gar nichts und sie spenden das. Das heißt, spenden heißt 19,1%. Warum spende ich nicht 100%? Mach mir mal Gedanken, wo ich das hinspende. Ja, dachte ich ja auch.
an die notleidenden Profis des FC St. Pauli. Ja, so kommt es ein bisschen rüber, auch wenn es wahrscheinlich nicht so gemeint war, aber es kommt einfach so rüber. Ich fand ja die Idee, dass sich auszahlen, zurückerstatten zu lassen und das dann in FC St. Pauli TV zu investieren. Das heißt, es landet wieder zu 100% beim Verein. Du musst mal so ein bisschen egoistischer werden. Wir fordern das zurück und damit sponsern wir unseren eigenen Podcast. Nee, das finde ich nicht gut. Also ihr könnt uns sponsern. Nee, also ich, ja, kannst du gerne machen. Finde ich super. Finde ich eine super Idee. Du kriegst dann aber davon nichts ab. Ich krieg von den Sachen, die ich mir Leckereien, die mich hier hinstelle, kriegst du nichts ab. Oh, siehst du so. Also fordert das Geld für eure Dauerkarten zurück und spendet das. Oder. Und wenn Markus Podcast einen ganzen Lastwagen voller Schokoküsse hätte, er würde nicht einen abgeben. Das ist eine alte Geschichte aus der Sesamstraße. Eine Arschbombe würde reinspringen. Das stimmt überhaupt nicht. Aber du bist genau derjenige, wenn ich hier mir die Leckereien hinstelle, würdest du das sagen, ach, kann ich da doch mal probieren? Das ist ja interessant, lecker. Da könnten wir natürlich auch noch kurz drüber sprechen, wer hier immer die Leckereien mitbringt, weil es hier gar keine Leckereien gibt. Ja, das ist hier ein leckereifreier Zaun hier. Raum, leckereifreier Raum. Da muss man nämlich über alles mitbringen. Ja, so ist die das Leckerei. Hier. Die Leckerei, die Schnibbelei. Ja, aber tatsächlich überlege ich, ob ich finde, es gibt ganz viele tolle Projekte im Stadtteil. Mein Lieblingsprojekt zurzeit ist die Soli-Küche von den Gebrüdern Elchi, Onur und spreche ich wahrscheinlich falsch aus, mit E. Mein Name ist Kitchen so schlecht. Kitchen Guerilla, genau. Die für 7 € ein Essen für Obdachlose kochen und davon nämlich auch das Gehalt ihrer Kollegen, die in der Küche stehen, bezahlen. Vielleicht, und das finde ich super. Dafür habe ich schon die Einnahmen meines Buches gespendet. Das heißt, wer mein Buch noch kaufen möchte, der Link ist auch noch in der Beschreibung. Geht auch, sämtliche Erträge gehen in dieses Projekt. Und ich glaube, ich werde es rückerstatten. Weil ich kenne tatsächlich die beiden von der Kitchen Guerilla. Also ich kenne Ono sehr gut. Sein Bruder habe ich einmal gesehen, glaube ich. Das wäre eine gute Idee eigentlich. Also könnte man mal drüber nachdenken. Aber das ist Zukunftsmusik. Und wir sind ja als unterm Strich Konsens, gibt es jetzt keine sehr tolle Idee. Den einzig wahren Weg, damit umzugehen, haben wir nicht rausgefunden. Ist das richtig? Nein, braucht man auch nicht. Ich finde auch tatsächlich alles legitim. Legal ist es sowieso. Ich finde es auch legitim, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich darf nicht ins Stadion, das heißt, der Preis, den ich bezahlt habe, den hätte ich gern zurück, alles in Ordnung. Ich finde es auch legitim. Es macht ja auch einen Unterschied, muss man fairerweise sagen. Also unsere Stehplatz, das wäre auch eine Frage, was passiert, wenn der Verein in der nächsten Saison sagt, wir verdoppeln und verdreifachen die Eintrittspreise? Naja, 8% hat er ja schon erhöht. Okay, 8%. Bei uns, die Stehplatzpreise bei uns in der Nord, also jetzt mal weghören, Oke, die sind ja wirklich spottbillig. So, da kriege ich ja nicht mal Drittliga-Tickets für. Ne? Und ich grundsätzlich glaube ich, so viel wie Fortuna Köln in der 4. Liga. Da haben wir es wieder. So, also da denke ich mir jetzt auch nochmal Luft nach oben zu sagen, dann wird wahrscheinlich gejammert werden, arme Leute bei St. Paul, die haben kein Geld. Ja, aber werden immer weniger. Man sollte die vor dem Aussterben ein bisschen bewahren. Aber grundsätzlich hast du auch nochmal was zu holen bei einigen Leuten oder vielen Leuten. Ich glaube, die Leute machen kein Problem damit, mehr dafür auszugeben. Stell dir mal vor, die Nord würde gesagt werden, dürfen nur noch die Hälfte Leute rein. Dafür wird der Eintrittspreis verdoppelt. Da wäre ich voll dabei. Könnte echt mal ein bisschen später kommen. Würdest du verdoppelt werden oder würdest du dich irgendwo anders hinsetzen? Hinsetzen zum Beispiel. Ich bleibe in der Nord. Ja, wir bleiben so lange in der Nord und solange wir stehen können. Solange wir stehen können, bleiben wir in der Nord. Ja. Das machen wir. Kann man nicht vielleicht so ein Gitter vielleicht persönlich mal wie so eine Loge persönlich reservieren? Das finde ich geil. Ja, natürlich. Du kriegst ja jetzt überall Spritzschutz in alle vier Richtungen und deswegen hast du automatisch Plexiglas um dich herum. Genau. Und die Bierdusche, die du wegschmeißen willst, kriegst du als Echo zurück ins Gesicht. und du kriegst, ich meine natürlich, das Problem ist, bei deiner feuchten Aussprache brauchst du auch noch irgendwie so einen Wischer, wo du von innen sozusagen den von innen den Regen und von außen den Regen in der Plexiglasscheibe. Ja, aber jetzt mal wirklich konsequent. Guck mal, solange, wenn wir wirklich sagen, solange es keinen Impfstoff gibt, wirst du keine Großveranstaltung haben können. Du wirst nur mit einem Bockschein zu St. Pauli kommen können, dass du gesund bist.
Ja, auch das. Corona da hast. Ja, aber dann, da müsste man sagen, du wirst, aber es wird einfach 2 Jahre lang, solange kein Impfstoff da ist, kein Zuschauer geben. Und das wird auf diese ganze Diskussion, die wir haben, einen total wichtigen Schatten werfen. Ja, Auswirkungen auch haben, weil die Handlungsoptionen, wir sind frei, die werden dann natürlich dann begrenzt sein. Begünstigt sind natürlich Vereine aus dem Amateurfußball, die sowieso nie mehr als 1000 Zuschauer haben. Wie Altona 93. Aber wir können jetzt nicht plötzlich alle zu Altona 93 gehen, denn sprengen wir ja die 1000 Zuschauer. Das kannst du dir gar nicht mehr leisten. Weil die Preise werden dann so, weil es so begehrte Tickets sein werden. Also es ist verrückt, also weil du sagst, naja gut, 1000 Leute oder andererseits wird man auch wieder sagen, naja, große Stadion und Sitzplätze. Du meinst, das ist neben Bitcoin, ist das sozusagen die Krisenwährung, ist eine Dauerkarte bei Altona 93? Vielleicht. Naja, du kannst ja auch einen Hubschrauber mieten und das Spiel vom Hubschrauber aus, das Geisterspiel vom Hubschrauber aus dann. Das ist ja eine geile Idee. Das machen wir aber. Oder du hast so eine Art Piepshow, irgend so ein Piepshow-Konzept. Das heißt, das geht dann in diese Richtung. Also pro eine Minute, dann geht das. Du wirfst eine Münze rein, dann, genau, siehst, dann, du, dann, dann siehst du eine Szene. Dann oder wird das Plexiglas-Visier milchig. Genau. Der ist Hamilton. Vor lauter Erregung. Großartig. Vor lauter Erregung. Hast du hier so einen Pass gesehen? Das sind doch mal Ideen. Ich meine, alles auf den Tisch. Piepshow St. Pauli, das ist doch geil. Also das finde ich ja wiederum, jetzt wird es dreckig. Das gefällt mir an St. Pauli immer. Aber wir gleich ein Titel für die Sendung heute. Piepshow St. Pauli. Ja. Nee, das versteht keiner. Ach so. Ja, muss er, vor allem muss er bis zum Schluss hören. Wir haben ja schon wieder 2 Stunden auf der Uhr. 2 Stunden, 1910 Minuten, wie immer. Nein, wir haben tatsächlich 1:50. Wir sind toll. Wir bedanken uns für alle Zuhörerinnen natürlich, die von Anfang an gehört haben, aber die jetzt noch zuhören, Herz, ihr seid toll. Ihr seid die Besten, alle seid ihr seid und die. Bitte gebt uns euer Feedback, das würde mich auch mal interessieren. Was macht ihr? Oder wenn ihr zum Beispiel Ideen habt. Werdet ihr St. Pauli euch anschauen in den nächsten Wochen oder werdet ihr es mehr oder weniger in Anführungszeichen boykottieren? Seid ihr irritiert? Werdet ihr eure Dauerkarten zurückgeben? Was macht ihr damit, falls ihr eine habt? Oder spekuliert ihr eher darauf, dass ihr die von mir bekommt, weil ich sie nicht mehr haben möchte? Wie glaubt ihr, was die Zukunft des professionellen Fußballs ist? Also alles an Input, nur her damit. Wir sind da auch interessant und wir sind ja auch auch nicht weise. Und wenn wir auch in diesem Podcast vielleicht die Verantwortlichen bei FC St. Pauli manchmal wieder hart angegangen sind, wir schätzen eure Arbeit und ich bin froh, dass ich das nicht machen muss gerade. Oh ja, das sind wir alle. Das ist ein schöner Abgang. Ein Abgang. Also, you never walk alone. In diesem Sinne. Das ganze Stadion. Oh nein, das ganze Stadion. St. Pauli Pop Podcast. St. Pauli Pop.